Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und einen wunderschönen guten Abend. 20 Uhr heute am zweiten Tag im Juli 2019. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitalk, der Talk von Mensch zu Mensch. Ja, auf unserem Plan steht ja, Sendeplan steht heute, bedingungsloses Grundeinkommen. Und bedingungsloses Grundeinkommen mit Helmo Pape. Und ja, ihr dürft da interaktiv natürlich mitmischen. Das wünschen wir uns, denn betroffen sind wir ja indirekt oder vielleicht auch bald direkt alle Menschen. Das wünschen wir uns zumindest, dass wir eine gute Aufmerksamkeit bekommen auf so ein Thema. Es gibt ja Pro- und Contra-Diskussionen. Wir waren ja auch in der Wirtschaftsuniversität in Wien vor gut 1,5-2 Jahren und haben auch dort schon einen großen Vortrag darüber gehalten. Ja, Helmo Pape hat heute geschrieben in seinem Sendetext, ob man des Vereins für ein bedingungsloses Grundeinkommen, BGE, die Abkürzung, wird über die häufigsten Missverständnisse aufklären. Nach der Sendung wird verständlich sein, warum Sozialdemokratie und Christdemokratie dagegen sind und sowohl Gewerkschaften wie auch Industrie des Grundeinkommens ablehnen. Ja, da fallen mir sofort ganz, ganz viele Dinge dazu ein, aber da möchte ich erstmal den Helmo heute Abend hören. Diskutieren Sie mit, bringen Sie Ihre eigenen Bedenken ein und möglicherweise entsteht eine neue Perspektive. Ja, und Generation Grundeinkommen sendet liebe Grüße und heute ist der Vereinsobmann bei uns und jetzt rufe ich ihn mal ganz liebevoll und sage guten Abend zu dir nach Wien, denke ich, gell? Guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Klaus. Danke, dass ich zum wiederholten Male bei Okitalk ein bisschen was zum Grundeinkommen beitragen kann. Ja, wir haben ja schon eine kleine heiße Vordiskussion gehabt und wir gehen mal nach Österreich hin. Österreich ist ja momentan betroffen. Wir haben ja eine Nichtregierungspartei und in einer Nichtregierungspartei werden aber plötzlich, so empfinde ich, ganz viele Dinge einfach abgeschlossen. Keine Regierung eigentlich, die sind ja nur eigentlich dann dafür da, um die Aufrechterhaltung des Landes zu machen, weil diese Regierung, die wir heute haben, ist ja nicht wirklich gewählt, sondern die Wahlen finden ja erst im September statt. Genau. Wie siehst du das? Naja, also offiziell ist es eine Regierung, aber wie du richtig gesagt hast, natürlich keine demokratisch legitimierte, aber es ist schon erstaunlich, was so eine Expertenregierung alles beschließen kann oder vielmehr das freie Spiel der Kräfte im Parlament, also was der Nationalrat plötzlich alles durchbringt. Das ist schon erstaunlich, was jahrelang nicht geklappt hat. Wir haben vorhin schon drüber geredet. Also dieses Nichtraucherschutzgesetz, das geht jetzt plötzlich. Kaum ist die FPÖ draußen aus der Regierung. Oder auch, ich habe Applaus bekommen von Freunden in Deutschland und in der Schweiz, dass wir jetzt das erste Land in der EU sind, das Glyphosat verboten hat. Also man höre und staune. Ja, da sage ich immer, es wäre schön, wenn es wirklich so ist, aber wir kennen auch aus der Medizin, was hat das alles mit bedingungslosem Grundeinkommen zu tun, da kommen wir gleich noch drauf hin. In der Medizin hat man ja auch Cortison nicht mehr haben dürfen, wird auch ein Name neu vergeben. Ich lasse mich überraschen, dass das hoffentlich nicht der Fall ist, denn der Lobbyismus ist ja auch sehr groß. Wir wissen schnell ein Wort austauschen und die Menschen wissen nicht wirklich, was das ist. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so negativ reden. Es ist ein Erfolg. Und ein Riesenerfolg, weil man darauf auch erkannt hat, wie gefährlich eigentlich dieses Glyphosat ist. Und da sollten wir schon weiter Aufmerksamkeit, gute Beobachtungsgabe weiter pflegen. Was mich ein bisschen freut, ist, dass wir das vor 2 Monaten noch nicht mal zu hoffen wagten, wie schnell wir uns hier sozusagen in eine neue Richtung begeben. Und das möchte ich eigentlich so ein bisschen als Metapher in unser Einstiegsgespräch hineinbringen. Es kann oft schnell gehen. Ja, es kann schnell gehen und ich sage auch immer, oft ist es so, in der Einfachheit ist die Lösung.
Und lieber Jenno, du darfst gerne den Knopf drücken für Sicherheitsaufnahme. Er ist gerade bei uns eingetroffen, ein bisschen verspätet. Ja, der Sommer lässt grüßen, kein Problem. Ich freue mich, dass du auch da bist und guten Abend nochmal, liebe Zuhörer hier auf dem OKTalk-Surfer draußen an den Boxen. Ihr habt sicherlich jetzt Menschen, die sich gerade eingeschaltet haben. Ja, wir wollen nochmal zum bedingungsloses Grundeinkommen auch mal rüber switchen. Es geht ja auch in Österreich oder nicht nur in Österreich, das ist ja wohl ziemlich überall. Zumindest in Österreich hat man einen 12-Stunden-Tag verabschiedet. Menschen müssen mehr arbeiten, haben aber unterm Strich immer weniger Geld. In Deutschland ist das Hartz IV sehr, sehr bekannt. Dort gibt es Menschen, die haben 4, 5 Jobs. Das sollte ja dafür sprechen, dass man doch ein Grundeinkommen meines Erachtens mit in diesem System, wenn wir schon in diesem Geldsystem leben, mit einer Inflation mit angeglichen wird, also die Verteuerungsrate. 12 Stunden Arbeitstag in Österreich. Firmen haben größere Gewinne, zahlen Großfirmen kaum Steuern. Mittelstand? Fragezeichen. Ist das alles gesund? Frage ich dich, Helmo. Ja, ich würde das gerne von einer anderen Seite mal aufziehen, weil so ein 12-Stunden-Tag, über den lacht ja eine Mutter zum Beispiel. Das ist ja, vielleicht fangen wir von der anderen Seite an, nämlich wie kommt man überhaupt auf die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens? Und da gibt es eine sehr schöne Herleitung, philosophisch in weniger als einer Minute, beginnt mit der Frage, wem gehört diese Welt? Ja, und wenn man sagt, sie gehört eigentlich uns allen, also nicht nur uns Menschen, sondern allen Lebewesen, dann muss ja jedem Lebewesen ein Stück von dieser Erde zur Verfügung gestellt werden, auf dem es dann leben kann und von dem es sich ernähren kann. So, und jetzt haben wir die Situation, dass wir die Erde aufgeteilt haben unter deutlich weniger Leuten, als insgesamt Bewohner da sind. Und wenn man jetzt kein Stück mehr von dieser Erde für sich in Anspruch nehmen kann, dann kann man ja gar nicht für sich sorgen. Dann braucht man also als Ausgleich dafür ein Einkommen. Und das Grundeinkommen wäre also auf diese Art und Weise begründet ein Menschenrecht, damit ich überhaupt mein Leben bestreiten kann. Ja, so kann man diese Richtlinie sehen. Ich gehe noch einen Schritt weiter, weil der Mensch hat ja in sich ein Eigentumsrecht veranlasst. Und wenn du sagst, wem gehört die Welt, dann kann ich nur sagen, sicherlich nicht uns Menschen. Die Frage ist, wer ist denn Eigentümer dieser Erde? Und weil wir einen Glauben haben, das ist dann der Gott, ein Gott. Ein Gott, weil er hat ja schließlich diese Erde hergestellt. Und wir leben und sind hier zu Hause und sind im Besitz. Und der Mensch hat aber aufgrund unserer Lebensweise das Eigentum definiert. Und somit sind wir in ein Eigentumsdenken hereingekommen. Siehst du das auch so oder nicht? Ja, also das mit dem Privateigentum, das würde ich jetzt einmal nicht grundsätzlich in Frage stellen. Also ich sehe das schon so, dass wir Privateigentum ganz gut verwenden könnten. Aber es macht natürlich große Probleme, wenn es sehr ungleich verteilt ist. Also eine gewisse Ungleichheit kann man immer gut begründen. Aber wenn sie extrem wird, wird sie für alle unbequem. Weil stell dir mal den Maximalfall der Ungleichheit vor, einer oder eine besitzt alles und alle anderen nichts, ja, dann kannst du da erstens einmal keine Wirtschaft betreiben, weil so kann man eigentlich keine Produkte absetzen, weil der eine braucht nichts mehr und die anderen können es nicht kaufen. Es ist auch sehr, sehr unsicher, weil die, die nichts haben, außer vielleicht noch ihr Leib und Leben, würden dann alles tun, nur um nicht sterben zu müssen und dem anderen also alles wegnehmen wollen, was er nicht selbst nutzt. Da bin ich voll bei dir. Man kann auch nicht von heute auf morgen einfach ein Land oder eine Region oder eine ganze Welt plötzlich ändern. Dafür gehört auch ein Bewusstsein, ein Verstehen. Und natürlich leben wir in diesem System mit Wirtschaft, mit allem drum und dran. Das ist international anerkannt. Und wenn wir neue Wege finden, sollten wir auch mit unserer Reife, auch Hausverstand versuchen, neue Wege zu gehen. Ich wünsche mir viel mehr Pilotprojekte, Helmo. Ja, das mit den Pilotprojekten, das hatten wir bei der letzten Sendung angerissen. Es gab schon eine ganze Reihe davon und die haben alle auch ziemlich gut gezeigt, dass der Mensch durchaus mit Grundeinkommen aufblüht. Also diese Idee, dass sobald du zum Beispiel 1.000 Euro im Monat bekommst, überhaupt keine Radiosendung mehr machst und starr vor deinem Küchentisch sitzen würdest, die ist eben sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Und ich würde sogar sagen, die größten Pilotprojekte, die wir haben,
in Europa sind einfach unsere Pensionsversicherungssysteme. Also viele Leute freuen sich dermaßen auf die Pension, weil sie dann einen Zustand haben, der einem bedingungslosen Grundeinkommen durchaus ähnlich ist. Man kann diese Pension nicht mehr verlieren, egal wie sehr man Arbeit verabscheut. Ja, da gebe ich dir auch schon in gewisser Art und Weise wieder recht. Ich möchte hier, ich habe heute noch eine Zuschrift bekommen. Ja. Da ging es um das eigene Geldsystem. Man hat gesagt, es sollte zinsfrei sein und man sollte auf der anderen Seite staatlich sich neu orientieren, eine demokratische Bewegung aufsetzen, also praktisch von unten herab an und neues Denken, neu eine Wirtschaft erkennen und fühlen lassen. So habe ich das verstanden. Aber der Zuhörer ist sogar im Raum drin. Ich kann ihn ja mal hochholen. Das ist der Franz Josef. Und sollen wir mal hochholen, mal gucken, vielleicht kann er was dazu sagen. Ja, gerne. Mal gucken, ob er am Mikrofon ist. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Und ich sage einfach mal einen guten Abend. Franz Josef, bist du zufällig da? Jetzt ist er im Moment nicht da, aber vielleicht bringt er sich nachher noch ein. Und wenn wir schon dabei sind, holen wir auch den Jenne nochmal zu uns mit drauf. Und da ist der Günther sogar aus Hamburg heute da. Gerade Deutschland ist ja auch ein Land, wo man viel über das bedingungslose Grundeinkommen, glaube ich, nachdenkt. Zumindest wenn wir in der ärmeren Schichten sind. Denn Deutschland mit Hartz IV ist schon ziemlich gebeutelt, empfinde ich so. Naja, Klaus, da darfst du vielleicht nicht zu voreilig drüber den Stab brechen. Das wird nicht nur in ärmeren Kreisen diskutiert, sondern durchaus auch in der Wirtschaftselite. Einer der bekanntesten Befürworter des Grundeinkommens ist ja dieser Götz Werner, der die Drogeriemarktkette DM gegründet hat. Aber auch Timotheus Höppges von der Deutschen Telekom, Joe Kaeser von Siemens, Mark Zuckerberg von Facebook, Elon Musk von Tesla, also alle möglichen Leute, die das selbst gar nicht bräuchten, denken intensiv über die Idee des Grundeinkommens nach. Ja, das finde ich auch sehr gut, denn diese Menschen wollen ja auch und sehen ja auch selbst in ihren Unternehmen, ihre Betriebe, was der Markt hergibt und wo man begrenzt ist, wo man handeln kann. Auch ein Unternehmer hat ja seine Handlungsgrenzen, Spielraum. Und wenn dann noch die Menschen dann in ihrem guten Gewissen leben, in ihrer Ethik leben, dann erkennen sie auch die Veränderung und setzen dann ihre Energie, ihr guten Gedankengut auch für dieses Thema ein. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht sollte man mal kurz eine kleine Miniatur machen, was unter dem Grundeinkommen, also zumindest in dieser Diskussion, sinnvoll ist zu verstehen. Da gibt es eine von internationalen Grundeinkommensbewegungen abgestimmte Definition, woran würden wir ein bedingungsloses Grundeinkommen erkennen, wenn es eingeführt wäre? Und das ist ja einerseits, dass es eben an alle geht, also nicht nur Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, sondern alle Einwohner eines Landes, also alle Mitglieder einer Gesellschaft, auch Kinder, vielleicht nicht in der vollen Höhe, aber an alle. Zweiter Grund ist, dass es eben ein Rechtsanspruch ist, dass es sich also von Wohltätigkeit und Sozialhilfe unterscheidet. Dritter Punkt ist bedingungslos, also dass man keine Bedürftigkeit nachweisen muss und auch kein Wohlverhalten, wie zum Beispiel eine Bereitschaft, einen Arbeitsplatz anzunehmen oder überhaupt zu arbeiten. Und die vierte Bedingung ist ausreichend hoch, also dass man davon sein Leben bestreiten kann, weil erst mit dieser ausreichenden Höhe, kannst du dir vorstellen, ein Grundeinkommen von 150 Euro wird dein Leben nicht maßgeblich verändern. Aber wenn es ausreichend hoch ist, wir im Verein untersuchen beispielsweise 1.000 Euro für Erwachsene, dann kann man zu einer Zumutung, wie zum Beispiel einem ausbeuterischen Arbeitsplatzangebot oder zu einer ausbeuterischen Beziehung oder auch zu einem Ort, der nicht mehr zu einem passt, Nein sagen. Und das ist also das, worüber wir gerne diskutieren, weil das ist die Freiheit und bedeutet für die Leute tatsächlich Verantwortung annehmen zu können, weil sie ja sich frei entscheiden können.
Ja, und ich sehe hier, da ist der Gunther schon da. Die Sibylle ist hier noch zusätzlich hier reingekommen. Auch herzlich willkommen, guten Abend. Und der Gunther wollte schon einen Beitrag hier geben. Guten Abend, Gunther. Schöne Grüße Hallo. Nach Hamburg. Ja, grüßt euch alle. Sag mal, Helmo heißt du? Ja, genau. Ich hab mal Heimo. Helmo, mit L, ist richtig. Alles klar. Nein, ich hab mal eine Frage. Jetzt hab nicht, dass ich jetzt den Faden verliere. Pass mal auf. Was sagst du denn zu dem Argument, wenn alle, du hast von 1.000 Euro gesprochen, wenn alle Menschen hier, ich sag mal, ein Grundeinkommen von 1.000 Euro kriegen, dass das nicht von anderen Menschen wieder ausgenutzt wird, weil man ja weiß, oh, der hat ja 1.000 Euro, kann ich ja auch 1.000 Euro Miete nehmen, wenn er sich eine Wohnung mieten will. Oder verstehst du, was ich damit sagen will? Das ja. wird doch einfach nur abgeschöpft, weil jeder hat 1.000 Euro und jeder versucht dann eben die 1.000 Euro zu kriegen. Da gibt es zwei gute Gegenargumente. Also die zwei besten, die ich bis jetzt gefunden habe, sind die, dass das Grundeinkommen im Gegensatz zum Lohn, also nicht am Arbeitsplatz, sondern am Menschen bleibt. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel aus Hamburg rausbewegen in Gegenden, die dann günstiger sind, weil dein Grundeinkommen geht mit dir mit. Und das würde dann zwischen dem günstigen Land und der dann vielleicht sehr teuren Stadt wieder einen Ausgleich herstellen. Das sind ganz normale marktwirtschaftliche Dynamiken. Und der zweite Grund, der sehr stark ist, heute wird bei den sozialen Sicherungssystemen darauf geschaut, wie viele Leute leben in einem Haushalt. Ne? Also wenn da zwei Erwachsene sind, kriegen sie nicht so viel, wie wenn zwei einzelne Erwachsene jeweils einzeln einen Haushalt haben. Und das Grundeinkommen unterscheidet nicht, ob du in einer Wohngemeinschaft lebst oder nicht. Das heißt, wenn das jetzt 1.000 Euro für einen Einzelnen sind, sind das 2.000 für zwei. Und wenn du dir eine typische Familie, vielleicht zwei Erwachsene, zwei Kinder mit je 500 vorstellst, dann sind das 3.000 Euro für eine Familie. Und da kann man sich dann plötzlich auch Wohnungen leisten, die heute nicht möglich sind. Und ich habe ja auch anfangs gesagt, Gunther, da warst du in den ersten Minuten noch nicht da. Meine Vorstellung ist ja eine Vorstellung, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat und man in diesem Geldsystem ist, sollte man das der Inflation dementsprechend auch beachtend auch fortführen. Das heißt, wenn plötzlich die Mieten groß steigen, heißt das, wenn plötzlich die Wohnung so teuer ist, wie du sagtest, ist das die Inflation und das muss schon bezahlbar bleiben. Ja, so direkt habe ich das gar, ich habe das gar nicht so gemeint, aber wenn ich weiß, was jeder Mensch so im Monat zur Verfügung steht, dann versuche ich das Geld zu kriegen. Also ich sag mal, ich denke jetzt mal so aus dieser Unternehmergeschichte, dass ich dann eben einfach sage, ja, da hat doch jeder 1.000 Euro, dann soll er mir die doch geben. Und dann, also das hat mit Inflation ja nichts zu tun, sondern einfach nur mit dem Wissen, dass jeder so erstmal ein Grundeinkommen hat und das versuche ich dann abzuschöpfen. Ja, aber Gunther, es gibt ja grundsätzlich zwei Methoden, Gewinn zu erhöhen in der Wirtschaft. Du kannst einerseits deine Marge erhöhen, ne, oder du kannst mehr Stück mit der gleichen Marge verkaufen. Und die Idee wäre die, wenn du jetzt versuchst, einfach deine Marge zu erhöhen, zum Beispiel als McDonald's, und du sagst, ja, die Leute haben jetzt alle 1.000 Euro, ich mache meine Burgerpreise gleich mal 50% teurer. Dann wird ein anderer, vielleicht Fastfood-Anbieter, sagen, nee, eigentlich, ich könnte die gleich teuer lassen, aber dafür mehr verkaufen. Also ich gewinne Marktanteile von dem Burgerbrater mit dem großen goldenen M. Und so gesehen wird über das Konkurrenzprinzip hier eine gewisse Disziplin ganz einfach einkehren, so wie wir sie heute haben. Der Preis ist das Kriterium. Ja, gut, okay. Also ich bin ja auch ein Befürworter der Grund. Also es müsste ja, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo als Mechaniker oder irgendwo in der Firma anfängt, es werden einem da ja auch bestimmte Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt, ob das jetzt Arbeitsklamotten sind oder auch Werkzeug oder. Das hat ja der Arbeitgeber dann auch zu stellen. Und ich denke mal, dass wir hier in unserer Gesellschaft im Prinzip eigentlich sowas auch haben müssten. Und ich denke mal nicht, dass
so ein Kind geboren wird und dann erstmal 3.500 Euro Schulden beim Krankenhaus hat, das müsste eigentlich alles mit diesem verstehst du, was ich meine, ne? Wenn die uns hier schon gebären in ein System, wo eben mit diesem Geld gehandelt werden muss, dann muss man einem das auch zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, ich bin ja gar nicht dagegen, dass das mit dem Grundeinkommen kommt. Du hast da einen sehr guten Punkt aufgemacht. Also ich habe von den Schweizer Initianten, die es ja immerhin bis zu einer Volksabstimmung geschafft haben, habe ich gelernt, das Grundeinkommen ist im Prinzip die Ermöglichung von Leben. Wir können nicht mehr füreinander selbst sorgen. Wir sind keine Selbstversorger mehr, können nicht mehr jagen oder unseren eigenen Bedarf decken mit unserer Hände Arbeit. Wir müssen quasi von anderen Leistung für uns in Anspruch nehmen können. Und das machen wir mit Geld. Und damit wir dieses Geld haben, also da bin ich sehr glücklich, dass das funktioniert, weil so kann ich mit Fremden, ohne Gewalt anzuwenden, etwas tauschen. Und so gesehen ist ein Einkommen die Ermöglichung von Leben. Finde ich ganz wichtig, dass das dann sozusagen auch jedem Leben bedingungslos zur Verfügung gestellt wird. Also ich könnte ja noch weiter reden, also ich weiß ja nicht, ob ich störe jetzt, aber ich habe ja damals, wir haben ja hier diese Diskussion schon öfter, Entschuldigung, wenn ich jetzt, sonst unterbreche mich, Ciro, wenn du. Aber, nein, red du mal. Wir haben ja hier auch immer mal darüber gesprochen, wie kriegt man denn auch eine gewisse Ehrlichkeit in den Preis rein? Und da habe ich damals immer gesagt, Arbeit ist ja eigentlich die Kilowattstunde. Warum versucht man nicht wirklich die Produkte in Kilowatt oder in Energieaufwand umzurechnen, damit man dann auch einen ehrlichen Preis hat? Denn eigentlich ist ja Angebot und Nachfrage, das ist ja kein Kriterium. Verstehst du, was ich meine? Da gibt's eine Erkenntnis, die für mich auch relativ jung ist. Also das hat jetzt weniger mit Kilowattstunde zu tun, sondern dass die Natur uns im Prinzip mit den Gütern beschenkt. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Smartphone auf deinem Tisch liegen hast, das Erz, das es gebraucht hat, um das Glas daraus zu schmelzen und das Metall zu, auch zu schmelzen. Dafür hat der Berg keine Rechnung gestellt und das Kraftwerk, das den Strom geliefert hat, hat auch keine Rechnung gestellt. Also was du bezahlst, sind eigentlich nur die Einkommen der Menschen, die das alles an Vorleistung erbracht haben. Also du rechnest mit dem Handy sicher nicht mit der Natur ab, weil die Natur schickt keine Rechnung, sondern du rechnest mit den Menschen ab, die vorher ihre Lebenszeit gegeben haben, um das Handy sozusagen bis auf deinen Tisch zu bringen. Das heißt, alle Einkommen, das ist gar keine so triviale Erkenntnis, lösen sich zu 100% in Einkommen von Menschen auf. Und das muss man sozusagen ein bisschen im Auge behalten, wenn man sich niedrige Preise wünscht. Dann wünscht man ja auch seinen Mitmenschen niedrige Einkommen. Ja, okay. Ich wollte eigentlich auf dieses Kilokalorien beziehungsweise auf das Joule kommen, weil das ist ja die Definition von Arbeit. Und egal was ist im Bergbau, du brauchst Maschinen, die brauchen Energie und so weiter. Und das ist ja alles nur Wärme beziehungsweise Umwandlung in Wärme. Und das könnte man doch ganz genau berechnen. Wenn ich einen ganzen Tag da mit dem Bagger rumfahre, dann brauche ich eben so und so viel Energie. Und das kann man doch dann genau einpreisen und sagen, weißt du, was ich meine? Das eigentlich ist es doch dieses Joule oder dieses Kilokalorien, das ja auch die Arbeit bemisst. Ja, also in diese Richtung gehen ja auch diese Ressourcensteuern, die jetzt ganz heiß diskutiert werden, speziell von den Grünen, die sagen, hey, wir brauchen ein Steuersystem, das genau diesem Energieverbrauch, den du da ansprichst, unter Rechnung trägt. Und in diese Richtung denken wir bei der Generation Grundeinkommen auch sehr viel nach. Wir machen es nur weniger auf dem Umsatz der CO2-Moleküle oder der Kalorien. Wir machen es mehr auf dem Umsatz der Euros, weil das ist sozusagen ohne viel zusätzlichen Aufwand einführbar. Die anderen Dinge müsste man erst alle durchrechnen sauber. Genau, das müsste man dann wirklich mal machen, klar. Aber die Grünen würde ich da nicht ranlassen. Also ich glaube, die habe ich abgeschnitten. Oh, jetzt hast du ein schlechtes Internet, Gunther. Ja, kann sein. Vielleicht habe ich auch Staub im Mikro. Ich habe es lange nicht mehr benutzt. Bin ich noch zu hören? Ja, und jedenfalls danke für diese interessanten Fragen aus Hamburg. Ich hab,
ich halte mich mal wieder ein bisschen zurück. Ja, gibt es weitere Fragen? Ich sehe da einige Leute im Studio. Wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne, dann wird es sehr interaktiv. Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen und den Zuhörern auch da draußen. Also ich finde so die ganze Diskussion darüber, also wenn Grundeinkommen, würde ich sagen, als erstes für die, die weniger haben oder gar nichts haben, dass denen endlich geholfen wird, dass die Armut, ne, dass da was getan wird. Und die Leute, die sowieso schon 2000 Euro haben, was sollen die denn mit 1000 Euro noch mehr? Dass die sich noch mehr Müll von diesen ganzen Produktionen und Industrie kaufen und dass das alles weiter oben bleibt. Ja, also so sehe ich das. Ja, danke für diese Frage. Da gibt es einen Lösungsansatz, der relativ elegant ist. Man muss sich vorstellen, wenn man prüft, wer soll es bekommen, also im Prinzip wie unsere heutigen Sozialsysteme gestrickt sind. Man muss nachweisen, dass man es braucht und dann kann man sozusagen einen Antrag stellen. Man kriegt jetzt zum Beispiel die 1000 Euro, weil man sonst keine anderen Einkommensquellen hat. Das hat den Nachteil, dass es nie alle erreicht. Also wir kriegen so die Armut nicht weg, weil manche Leute auch sagen würden, hey, ich weiß gar nicht, wo ich diesen Antrag stellen kann. Ich stelle ihn zu spät, ich stelle ihn falsch oder ich schäme mich sogar, ihn zu stellen. Deswegen wäre die Idee die, naja, wenn eh jeder zumindest 1000 Euro braucht, um zu leben, wieso geben wir ihm diese 1000 Euro nicht bedingungslos, nehmen aber demjenigen, der viel dazu verdient, diese dann über eine geeignete Besteuerung wieder weg. Also das wäre sozusagen die Umkehrung des jetzigen Fehlers unseres Sozialsystems, dass es nicht alle erreicht. Also der Fehler der heutigen Sozialgesetzgebung ist, wir haben Armut. Und der Fehler des Grundeinkommens wäre, es erreicht alle, auch die, die es nicht brauchen. Der Fehler des Grundeinkommens lässt sich allerdings, also erstens einmal ist er nicht existenzbedrohend. Das Grundeinkommen könnte Armut wirklich lückenlos verhindern. Und man kann diesen Fehler, dass es auch den Milliardär erreicht, mit einer geeigneten Steuer sanieren. Ja, also da bin ich dann auch schon bei. Es ist ja wirklich so ungerecht, wenn man jetzt dieses System hier sieht. Und ich sehe das wirklich so, wenn die Leute, die kaufen all dieses unnütze Zeug und die Reichen, die werden dadurch noch reicher. Ja, weil es ist ja im Prinzip, ich habe es gerade auch schon reingeschrieben, keiner kauft mehr ihre Sachen. Und die meisten können sich das ja alles gar nicht mehr leisten, was so angeboten wird. Wenn man alleine im Supermarkt guckt, da sage ich schon, das sind Nahrungsmittel, Nahrempfunde, Sachen. Das hat mit Lebensmittel und sowas schon gar nichts zu tun. Und da gibt's ja? Entschuldige, dass ich dir in die Parade fahre, Jenny. Sprich fertig. Ja, ich war fertig. Kannst jetzt weiter. Dann setze ich gleich nochmal neu an. Also bei diesen Lebensmittelpreisen und auch, dass diese Lebensmittel immer billiger hergestellt werden, da gibt es einen Ansatz, der mir sehr gut gefällt, der witzigerweise ganz pragmatisch bei der Besteuerung ansetzt. Heute ist es ja so, dass das Teuerste in einem Unternehmen die menschliche Arbeit ist. Und je mehr ich sozusagen automatisieren kann, auch in der Landwirtschaft, desto günstiger ist es im derzeitigen Steuersystem, das auch zu machen. Und wir haben eben im Verein festgestellt, es gibt ziemlich plausible Gründe, warum die Besteuerung von menschlicher Arbeit nicht mehr allzu lange die Hauptquelle der Einnahmen des Staates sein wird können. Und der heißeste Faktor derzeit ist die sogenannte Digitalisierung. Also man wird Menschen immer öfter durch immer bessere und immer billigere und immer zuverlässigere Maschinen ersetzen. Und unser Steuersystem bevorzugt genau das. Wenn man jetzt sagt, naja, Steuersystem ist ja nicht Gott gegeben, das können wir ja umbauen. Und wir schlagen vor, nicht mehr die menschliche Erwerbsarbeit zu besteuern, sondern den Verbrauch von Gütern. Also wenn ich mir was kaufe, wenn ich mal was rausnehme aus der Gesellschaft für mich als Individuum, dann könnte ich genauso gut alle staatlichen Aufgaben und auch ein Grundeinkommen damit finanzieren, hätte aber eine andere Steuerquelle.
Also nicht mehr das Hervorbringen von Leistung, sondern das Herausnehmen von Leistung. Und da wäre dann sehr cool, dass wir eben, wenn Leute verschwenderisch viel für sich in Anspruch nehmen, würden sie auch große Steuerzahler sein. Und wenn jemand zum Beispiel viel repariert oder viel mit anderen teilt, dann würde er automatisch wenig Steuer zahlen. Also etwas Ökologisches und etwas Soziales und gleichzeitig wären wir die Armut los. Das finde ich bis jetzt einen sehr spannenden Ansatz. So, jetzt darf ich mich noch mal ganz kurz melden. Wir müssen draußen an den Boxen mal uns entschuldigen. Jetzt, Internet war mal wieder weg. Unser Stream ist kurz ausgefallen und ich bin froh, dass der Jenner aufgezeichnet hat. Wir entschuldigen uns dafür. Wir dürfen uns mal wieder bei der Telekom bedanken. Das passiert jetzt regelmäßig. Störungen hier bei okitalk.com. Ursache, Internetausfall. Dankeschön. Entschuldigung, der Raphael hat geflackert mit dem Mikrofon und Marc Wahle ist auch da. Guten Abend, Raphael. Hallo, schönen guten Abend. Ja, Raphael, hallo. Bitte. Ja, also wunderbares Thema. Vielen Dank, dass es aufgebracht wird. Mir fallen zudem zwei Dinge ein, auch zu der Frage vorhin. Zum einen, also gekoppelt vielleicht, es gab in den 1920er Jahren in Nordamerika die sogenannte Technische Allianz, die sich dann gebildet haben in Technocracy Incorporated. Die hatten dann ein paar Jahre ganz viel Zuspruch, sind dann wieder verboten worden, was auch immer da genau dahinter war. Spannend ist nur, dass selbst damals mit der Technologie, die damals offiziell verfügbar war, hatten diese Techniker sich zusammengeschlossen und eigentlich gesagt, okay, wir haben genug Ressourcen im Land, in Nordamerika in dem Fall, wenn wir uns intelligent organisieren. Wir bemessen eben alles genauso wie vorgeschlagen in den sogenannten Energy Credits, also mehr oder weniger in Kilowattstunden. Und die haben selbst damals, wenn man jetzt annehmen würde, dass die technologisch damals nicht so weit waren wie wir, nur als Annahme, haben sie selbst damals gesagt, es würde vollkommen reichen, wenn man dann 20 Stunden arbeitet und das Ganze, sozusagen die Produktionsleistung, das war die Idee damals, einfach fair und gleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt, in Form von Energy Credits, die auch ein Ablaufdatum haben. Und dann einfach die Idee, was ich eben verbrauchen kann und will in der Zeit, verbrauche ich. Und das wird dann immer wieder aufgefrischt. Das heißt, ich kann im einen nicht unendlich viel Ressourcen mir aufbauen und ich habe die Incentive sozusagen, das auch wieder auszugeben. Und dann natürlich genauso heute mit der Automatisierung etc. wären ja mehr als genug Ressourcen und Effizienzen vorhanden, wie auch in den letzten 100 Jahren immer wieder geschafft worden sind. Nur bisher ging das immer in eine höhere Produktionsleistung und eigentlich noch mehr Ausbeutung. Und nicht wirklich darin, dass man den allgemeinen Lebensstandard erhöht. Das wäre der eine Faktor oder die eine Frage, ob ihr euch damit beschäftigt habt. Und der zweite Faktor wäre der, ob und in welchem Sinne die ganze Blockchain-Technologie etc. hier vielleicht auch einen Platz findet. Alleine dafür zum Beispiel, um auch ein Steuersystem oder auch eine öffentliche Finanz einfach komplett, zumindest transparent und öffentlich zu machen. Vielen Dank. Boah, das sind großartige Fragen. Also vielen Dank, lieber Raphael. Ich habe die Technische Allianz in den 20er Jahren noch nicht gekannt, kann dem aber grundsätzlich zustimmen, weil es ja nicht darum geht, wie viel Geld brauche ich für ein Grundeinkommen. Ich brauche ja, wie bei jeder Wirtschaft, die Güter und Dienstleistungen. Und da ist ja Energie ein ganz wesentlicher. Ich könnte also sagen, sobald eine Gesellschaft in der Lage ist, die Güter und Dienstleistungen hervorzubringen, die man bräuchte, damit alle Mitglieder dieser Gesellschaft ihre Grundversorgung sichergestellt haben, dann kann ich ein Grundeinkommen einführen. Das einmal ganz allgemein. Ob ich das jetzt mit Energy Credits mache, mit Euro, Dollar oder auch mit Cryptocurrency, also Blockchain-Technologie, das ist sozusagen eine Wahlfreiheit, die ich habe. Ich habe einen sehr spannenden Vortrag gehört, dass man mit einer zusätzlich eingeführten Währung, wie zum Beispiel auch Bitcoin, ein Grundeinkommen ganz leicht finanzieren könnte. Es geht aber sogar, und das ist vielleicht unseren Wählerinnen und Wählern, die ja das sozusagen demokratisch wollen sollen, leichter zugänglich zu machen, dass es auch im bestehenden System mit Grundeinkommen klappen würde. Aber man kann dann natürlich über Dinge wie Cryptocurrency oder auch Vollgeld, auch ein sehr spannender Ansatz, kann man die Sache dann noch eleganter machen.
Da sehe ich aber wieder das Problem, wenn diese Blockchain und das alles, Internet, also Geld und Energiegeld, was passiert denn, wenn die Energie wegfällt? Dann ist das auch weg. Da haben die Menschen auch wieder nichts durch. Und auch da wieder ist ne, der Profit und der Gewinn immer wieder auf einer Seite. Und den Menschen ist da absolut nicht mitgeholfen. Verzeihung, das habe ich nicht dazu gesagt. Diese Technologie kann ja auch ein Staat, eine Gesellschaft zum Wohle ihrer Mitglieder einsetzen. Also das war jetzt nicht so gedacht, dass das in den Händen einer Firma oder einer Einzelperson liegen sollte. Genau, und bei nur ein Wort noch zur Blockchain ging es mir nur darum, abgesehen davon, dass man das theoretisch ja alles entsprechend programmieren könnte und dann ja auch Open Source etc. ist, der Aspekt hier, der glaube ich auch von George Galloway in England mal angedacht worden ist, als er sich für den Mayor-Posten in London beworben hat, dass er eben gesagt hat, Kryptos hin oder her, da kann jeder seine eigene Meinung haben von den bestehenden und den Firmen, aber Technologie, Blockchain, vor allem deswegen, weil ich einfach ein öffentliches Accounting hätte. Weil das darum gehen würde, solange wir noch so eine staatliche Struktur haben oder so eine Verwaltungsstruktur, dass hier dann einfach wirklich jeder Cent komplett genau aufgezeichnet und öffentlich zugänglich gemacht werden kann, was natürlich diese immer viel hochgelobte und gewünschte Transparenz dann viel stärker darstellen kann, wenn das ganze öffentliche Geld oder zumindest die Buchhaltung dadurch sichtbar wird. Genau, also ich finde das auch einen sehr, sehr plausiblen Ansatz. Es ist halt nur auch das Nadelöhr beim Grundeinkommen, die Kommunikation. Und wenn ich viele Themen miteinander vermenge, die zwar in Summe Sinn ergeben, es macht ja auch zum Beispiel Sinn, beim Grundeinkommen auch auf die Bildungsdebatte zu schauen, auf die Ernährungsdebatte, selbstverständlich auf die Demokratiedebatte und, wie von dir angesprochen, das Geldsystem, kann es sein, dass ich vor lauter Themenvielfalt den Fokus verliere. Deswegen, ich anerkenne das, Raphael, und finde das sehr plausibel, bleib aber sozusagen eher im bestehenden System fokussiert in der Kommunikation. Ganz klar, vollkommen verständlich. Und ich denke mir, das entwickelt sich ja alles ohnehin parallel. Also vielen Dank, sehr verständlich. Ich wollte es mal erwähnt haben, sozusagen, dass es Dinge sind, die sehr gut zusammenpassen können. Ja, ich sag vielen Dank und freue mich, dass es Zuhörer mit so viel Überblick gibt. Wow. Das findet man auf OKTalk. Dankeschön für die Blumen. Das ging an die Zuhörer und Mitredner natürlich, die Diskutanten. Ja, der Marc Wahl ist auch bei uns. Der hat auch gerade geflackert mit dem Mikrofon. Marc, dein Mikrofon. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich finde die Idee vom BGE auch reizend. Aber ich habe es mit meiner Mutter auch besprochen. Wer hat den Schneid in der BRD sich in 60, 70, 80 Millionen Lebensfamilienplanungen mit einzubringen. Dadurch, dass wir sagen, okay, auf diesem Flecklein Erde, ihr seid natürlich alle willkommen, die zureisen, seid ihr gesegnet. Also wäre das eine weltweite Geschichte, wäre wahrscheinlich eher andenkbar. Und man muss die Situation auch anerkennen, es gibt den Dollar auf Öl gedeckt. Das ist die Weltwährung in meinen Augen. Und die lässt keine Zweitwährung zu. Also wir müssen eigentlich theoretisch den Staatsdollar anvisieren über eine SARA, was 2001 die Weißen Ritter im Weißen Haus hätten machen müssen. Eine SARA heißt es. Ja, danke für diesen Beitrag. Ich kenne die SARA jetzt an sich noch nicht, würde aber den Dollar schon ein bisschen entzaubern wollen. Also vielleicht zu meinem Hintergrund, ich war selber auch 17 Jahre in der Finanzbranche, 6 Jahre Derivatehandel. Man kann im Prinzip sofort eine Währung emittieren. Also wir zwei könnten beispielsweise uns jetzt Gutscheine ausstellen. Und solange wir daran glauben, ist das im Prinzip die Erschaffung von einem Zahlungsmittel. Die Schwierigkeit besteht ja erst beim Weiterreichen. Also wenn ich dir einen Gutschein ausstelle auf 10 leckere Abendessen und du willst den an wen anderen weitergeben, der mich nicht kennt, dann beginnen die Probleme. Aber es gibt genügend Beispiele, dass wenn man versucht, sozusagen einer Währung habhaft zu werden, dass sich sofort alternative Währungen bilden. In einem Gefängnis wird dann eben mit Zigaretten gehandelt oder wenn man in Kuba eine Währung anbietet, die die Leute nicht wollen, dann tut man eine schwarze Währung einführen. Also man sieht, man kommt um das Geldsystem
nicht wirklich herum, aber es kann sehr viele verschiedene Formen annehmen. Ja, aber wie bringen wir das jetzt also zusammen? Der Dollar ist mit dem Öl für mein Befinden halt die Hauptwährung. Und das Grundeinkommen müsste mit der Familienplanung also jemand verantworten, weltweit einzuführen. Erstmal irgendwo in einem Testland oder gleich in Österreich bietet sich die Geschichte vielleicht an. Außerhalb der Europäischen Union gibt es schon ein Musterland. Okay, also jetzt müssen wir die Katze aus dem Sack lassen. Es gibt noch kein Land, zumindest nach meiner Recherche, das landesweit ein Grundeinkommen aus diesen vier Kriterien, also an alle als Recht hoch genug und bedingungslos ausreicht. Das gibt es noch nirgends. Es gibt Ansätze, die dem nahe kommen. Ein sehr beliebtes Beispiel ist dieser Alaska Permanent Fund. Da wurden vor 37 Jahren durch Ölfunde Steuern von den Ölförderfirmen an den Staat Alaska abgeführt. Und der Staat Alaska hat die Einwohnerinnen und Einwohner gefragt, soll man das an die Zentralregierung in Washington weiterleiten oder euch direkt auszahlen? Und da haben die Einwohner gesagt, na, die in der Regierung, die verbritscheln das eh nur. Natürlich wollen wir das selber. Wir können viel besser mit dem Geld umgehen. Und deswegen gibt's für jeden, der in Alaska wohnt, egal ob Amerikaner oder nicht, egal ob Kind, Erwachsener, weiß, schwarz, rot, gelb, gibt es ein Grundeinkommen, allerdings nicht hoch genug. Das sind so $2,000 im Jahr. Und davon kann man natürlich noch nicht zu einer Erwerbsarbeit Nein sagen, aber sonst sind an sich alle Bedingungen erfüllt, die wir an ein Grundeinkommen stellen. Und ja, um das vielleicht noch mit dem weltweit ein bisschen abzuhandeln. Natürlich wäre es am besten, wenn wir alle gleichzeitig in ein Grundeinkommenssystem optieren würden. Ich glaube nur nicht daran, dass das auf diese Weise kommen wird. Deswegen versuchen wir im Verein, eine Art, wie die Sozialversicherung in die Welt gekommen ist, von einem Land ausgehend zu kopieren. Und wir denken also sehr darüber nach, wie könnte ein Land wie Österreich oder die Schweiz oder Liechtenstein mal vorangehen und das so einführen, dass die anderen Länder Lust drauf bekommen, es nachzuahmen. Und da gibt's mit der Mehrwertsteuer und mit der Vermögenssteuer ganz interessante Ansätze. Also da habe ich ja drauf gewartet, ne? Also du willst auf so eine Vorbildfunktion spielst du auf und ich denke mal, gerade Deutschland hat also wirklich den Leuten auf der ganzen Welt gezeigt, mit Vorbild in der Rentenversicherung, Krankenversicherung und das ganze soziale System, was wir hier aufgebaut haben, das hat den anderen Leuten aber nicht, das hat den Leuten nicht, ich sag mal, wie soll ich das sagen, dazu geholfen, vielleicht auch in Indien eine Rentenversicherung aufzubauen oder in China oder. Selbst die Amerikaner weigern sich heute immer noch eine Krankenversicherung für alle. Weißt du, was ich meine? Und sie kommen ja heute, ich sag mal hier gerade mit der CO2-Diskussion, da fangen die Grünen dann schon wieder, ja, wir müssen Vorbild sein. Und wir sind schon immer Vorbild gewesen und sie haben es einfach nicht nachgemacht. Egal, was war, damals die Kolonien haben wir anders behandelt als die Briten und die Belgier. Verstehst du, was ich glaube, das klappt nicht. Ja, das kann man natürlich auch so sehen, aber ich würde jetzt nicht darauf warten, bis die EU oder die UNO ein Grundeinkommen weltweit einführt. Das würden wir sehr lange verschlafen. Ich denke zumindest mit der Gruppe sehr intensiv darüber nach, kann es gehen in einem Land? Und ein Land ist ziemlich aussichtsreich. Ich glaube, eine Stadt oder ein Bundesland ist zu klein, weil es sollte diese Institution, die das Grundeinkommen ausbezahlt, auch in der Lage sein, es einheben zu können. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist es zumindest so, dass auf der Gemeinde- und auf der Landesebene fast keine Steuern eingehoben werden können. Deswegen wäre die erste sinnvolle Größe nach meiner Recherche der Nationalstaat. Und ja, in diese Richtung denken wir und da gibt es sehr vielversprechende Ansätze. Ich möchte das vielleicht mal ganz pragmatisch sagen. Es gibt sowas wie das Grundeinkommen bereits. Für alle, die eine Erwerbsarbeit haben, ist es im Prinzip der Einkommenssteuerfreibetrag. Wenn ich den heute streichen würde und durch ein Grundeinkommen ersetzen, wäre es morgen für die Erwerbstätigen eingeführt.
Und für alle, die nicht erwerbstätig sind, gibt es Transferzahlungen, wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Wenn ich das morgen streichen würde und durch ein Grundeinkommen ersetzen, wäre es ebenfalls eingeführt. Also es ist sehr pragmatisch argumentierbar, wenn man sich intensiv mit dem Steuersystem auseinandersetzt. Ja, also ich würde da auch dann noch gerne einwerfen. Das hilft ja nur den reichen Ländern wieder. Wie gesagt, da sind die Armen wieder außen vor. Und wenn du hier in Deutschland alleine guckst, ne, die Leute, die gehen arbeiten und August fangen die erst quasi an, ihr eigenes Geld zu verdienen. Ja, die gehen, ne, 66% vom Jahr geht an den Staat und dann arbeitet man quasi erst für sich selber, für seine eigene Tasche. Und da müsste doch irgendwo der Ansatz sein. Und du sagtest vorhin, wenn das wir kriegen, ne, dass man das nicht hinkriegen würde für die armen Länder, ja, weil hier sich die Politiker dagegen weigern, dann müsste man da doch die Leute endlich erreichen und aufwecken und aufklären, dass da endlich fähige Menschen sitzen, die das in die Hand nehmen und das endlich in die Wege leiten. Und alles andere ist auch immer wieder völlig an der Sache vorbei und hält immer nur noch diese sinnlose Wirtschaft hier am Laufen. Ja, das ist natürlich ein valides Argument, dass es andere Länder, die größere Probleme haben, dringender bräuchten. Und dem kann ich im Grunde wenig entgegenhalten. Das ist für sehr viele Maßnahmen, die wir hier in Österreich machen, zutreffend. Also wieso kümmern wir uns um zum Beispiel Städteplanung oder Wohnbau oder Kultur? Wir sollten eigentlich alles in die Entwicklungshilfe stecken. Also man kann dieses Argument fast immer bringen. Ich versuche mir halt nur den Schuh nicht anzuziehen, die ganze Welt zu retten, sondern einmal in dem Land, wo ich auch mitbestimmen kann, versuche die Zustände politisch zu beeinflussen. Ja, genau. Ja, Klaus, wolltest du? Ich wollte, ja, du darfst noch kurz zu Ende deinen Satz ausführen und dann gehen wir, glaube ich, in die Musikpause und dann treffen wir uns wieder. Ja, wie gesagt, noch. Ja, wie gesagt, ich würde eher in die Aufklärung gehen, dass die Menschen endlich das verstehen. Wir haben eine schlechte Schulbildung, die darauf aufgebaut ist, auf Wirtschaft und Konsum, ja, und Schaffen mit diesen ganzen sinnlosen Jobs, also so wie ich das mittlerweile sehe, ob das in Deutschland, Österreich, Schweiz oder egal wo das ist, wo diese Industrie eben halt aufgebaut worden ist, das ist in meinen Augen komplett sinnlos und Ausbeute der Natur. Und wenn du hier in Deutschland guckst, hier wird alles abgesungen, die ganzen Gelder, die Milliarden, die wandern nach was weiß ich wohin. Die Menschen haben da alle gar nichts von und nur in den oberen Kreisen werden die Milliarden weitergereicht. Dankeschön, lieber Jenne. Helmo, wir machen Musikpause. Du hast ja Musik mitgebracht und wenn ich es richtig ausspreche, heißt es Chair, 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 der erste Song von David Bowie. Und ja, Musik ist ab. Das sind Heroes von David Bowie, aber Feuer ist ab. Okay, wieso steht bei mir nicht David Bowie drauf? Bei mir steht das ganz anders drauf. David Bowie ist ja einer meiner Favoriten und deswegen David Bowie wird da ja geschrieben. Na, da sieht man wieder, wie Sachen dann falsch rüberkommen. Und ich dachte, ich bin gut, aber naja, ich bin ja froh, dass der Helmut da ist. Musik ab, David Bowie, bis gleich. Juhu, David Bowie, ja, das war meine Favoritenliste. Hast du gut ausgesucht, lieber Helmo. Ihr seid danke, bei Helmo Pape? Danke. Ja, gerne, Helmo. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja. Mir fällt immer wieder auf, Helmo, das ist ein Thema, das bedingungslose Grundeinkommen, wo so viele Gedanken immer wieder zukommen und man hört immer wieder, kann nicht klappen, Ängste. Dabei haben wir ja schon gesagt, in der Einfachheit ist oft die Lösung. Ich denke, man sollte, wie gesagt, einfach tun, machen und was vorleben. Das sollte eigentlich auch die Botschaft sein, in Lösungen zu denken. Dass Menschen natürlich oft resignieren und sagen, kann nicht funktionieren, weil sie in diesem System so die Wahrnehmung haben, jeder für sich, kann man auch verstehen. Ja, es ist nicht so, dass wir resignieren. Es ist tatsächlich so, dass wir ein bisschen reflektieren und meinen,
Wir haben von uns selber eine höhere Meinung als vielleicht von dem Obdachlosen oder dem, der in der U-Bahn uns gegenüber sitzt oder vielleicht den Schwiegereltern oder Schwiegerkindern. Es gibt ja diese Untersuchung in der Schweiz, wo man eine Umfrage gemacht hat, was würden Sie tun, wenn Sie jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen bekämen? Und da haben die Leute sehr ordentlich geantwortet und haben gesagt, na natürlich würde ich weiterarbeiten, vielleicht etwas weniger Stunden, vielleicht etwas mehr von zu Hause aus, vielleicht etwas geringfügig anderes. Aber wie man dann gefragt hat, was glauben Sie denn, würden die anderen tun, wenn für deren Einkommen gesorgt wäre? Und da war eben der Ausdruck des Misstrauens, dass 8 von 10 geantwortet haben mit dem Brustton der Überzeugung, nichts mehr würden die tun. Ja, ich denke, das war jetzt eine Umfrage. Man hat ja festgestellt, dass es nicht so ist. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, nichts zu tun. Das, wenn jemand aus dem Arbeitsleben herauskommt, dann ist er erstmal froh, mal vielleicht auszuspannen. Aber das Leben ist kreativ und wir werden gekitzelt, nur auf dem Sofa rumzusitzen und nichts zu tun und nur Fernsehen zu gucken. Ja gut, dann ist man wirklich in der Verblödungsmaschinerie gefangen. Das, denke ich, aber ist nicht der Fall, denn die Anreize werden ja das Leben sofort gesehen, dass sie das Leben ganz andere Sachen plötzlich anbietet. Das Hamsterrad wie in dieser Form würde dann sich ja auch ändern. Na, es gibt einen Grund, warum die Leute vielleicht dieses Misstrauen haben. Das ist unser derzeitiges System. Also du musst dir vorstellen, wenn du gerade erwerbsarbeitslos bist, du hast zum Beispiel diese unangenehme Situation, Sozialhilfe oder noch heißt ja Mindestsicherung brauchen zu müssen, dann wirst du ja, wenn du dich heute aus dieser Bedürftigkeit heraus entwickeln möchtest, dadurch bestraft, dass du deine Mindestsicherung gekürzt bekommst oder deine Notstandshilfe verlierst. Das ist also ein echter Abreiz zu arbeiten. Und wenn diese Logik in den Menschen vorhanden ist, dann sagen sie, naja, mit einem Grundeinkommen, dann wird ja keiner mehr arbeiten. Aber großes Missverständnis, das bedingungslose Grundeinkommen heißt ja auch deswegen bedingungslos, weil man es weiter behält, selbst wenn man für Geld arbeitet. Und dann hätte man zusätzlich zum Grundeinkommen ein Einkommen. Und dann ist es plötzlich ein Arbeitsanreiz. Es macht Spaß, wenn man was obendrauf verdient. Und aus dieser Logik wird es dann für jeden einleuchtend. Schön gesagt. Und der Jenne, der Franz Josef haben wir noch nicht gehört. Ich begrüße mal den Franz Josef. Ja, Marc, wir haben auch gesehen. Noch ein bisschen Geduld. Franz Josef, werden wir jetzt mal das Mikrofon überreichen. Haben wir noch nicht gehört. Guten Abend zu dir. Ja, guten Abend, Klaus. Guten Abend, Helmut. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, mir gefällt es sehr gut, was du da erzählst, nämlich ja wirklich eine tiefgründigere Beschäftigung mit dem Thema. Mit dem Fokus auf Grundeinkommen. Ich selber komme von ein bisschen einer anderen Seite her, nämlich von der Ebene der Volkswirtschaft. Und wir sind da so ein kleines Grüppchen, das uns das ein bisschen genauer angeschaut haben, wie das mit einer Volkswirtschaft besser funktionieren könnte. Und da ist ein BGE eingebaut auch. Und die Arbeit, die wir uns andern haben, ist, dass wir die aktuellen österreichischen Budgetzahlen genommen haben und direkt an diese Zahlen budgetmäßig angeschlossen haben und geschaut haben, was passiert. Du hast schon erwähnt, also das Phänomen, dass die Transferzahlungen von den Notstandsbeziehern dann natürlich wegfallen. Man kann im Grunde die Pensionen dazu rechnen und. Einmal die Geschichte. Und die zweite Geschichte, wie das ausschaut, wenn man das mit einem zinsfreien nationalen Bürgergeld abwickelt, das die Besonderheit hat, dass die Schöpfung des Geldes nicht mehr von einer Zentralbank funktioniert, sondern von den österreichischen Inländern, sage ich gleich dazu, okay? Also die da völkerrechtlich das Recht hat, dazu haben, das zu bestimmen. Und wir haben da verschiedene Simulationen gemacht, auch mit Steuersätzen.
Und da ist so eine Idealkombination rausgekommen von 1500 Euro im Monat, vom ersten bis zum letzten Lebensmonat, keine Unterscheidung interessanterweise. Und ein 25%iger Steuersatz auf die Endverbrauchssteuer und einen 25%igen Steuersatz auf die Lohnsteuer haben wir in der Diskussion drinnen lassen müssen, weil sich einfach keiner vorstellt, dass er keine Lohnsteuer zahlen will. Und er will auch was beitragen, wenn er arbeitet. Und das, was er an Lohnsteuer zahlen muss, das, was er arbeitet, das ist ja durchs Grundeinkommen mehr als ausgeglichen. Also das funktioniert ganz schön. Das nächste Problem, das aufgetaucht ist, war dann, wenn du jetzt jedes Monat 1500 produzierst, oder ist, dass nachdem die Steuern eingehoben wird, muss im nächsten Monat schon weniger produzieren und die Geldmenge selber wird nach einem Jahr stabil mit einem Ausreißer. Das sind nicht Konten, auf denen sich zu viel ansammelt. Und dann wird so den Vorschlag gemacht, die werden bei einer bestimmten Höhe einfach abgeschöpft. Ja. Jeder hat nur ein Konto. Also es kommen die Enteignung. Bitte. Ui, du hast jetzt gerade Enteignung gesagt. Er hat gesagt, für mich, wenn man zu viel Geld irgendwann mal hat, aufgrund eines bedingungslosen Grundeinkommens, da gibt es ja dann ein Defizit. Ich vermute, Franz, du kannst mich korrigieren, arm, reich, das Gefälle. Vermutlich, dass man eine Norm aufrechterhält. Habe ich das richtig verstanden, Franz? Naja, du musst da irgendwie überlegen, wie du das heutige Problem der Ungleichheit in den Griff bekommst. Ne? Weil du hast, das ist ja mit dem Geldsystem selber noch nicht getan. Weil du hast ja die Reichen, die Grundbesitzer, die eh schon jetzt arbeitsloses Einkommen beziehen, da läuft es ja weiterhin zusammen. Nicht? Und da müsste die Gesellschaft sozusagen bereit sein, einen Mehrheitsbeschluss zu fassen, dass, was weiß ich, 1 Million Euro am Konto als Guthaben einfach genug sind. Also Franz, da sprichst du mir aus der Seele. Ich würde es zwar nicht so krass formulieren, dass man darüber alles wegschneidet, aber gegen progressive Vermögensbesteuerung habe ich nichts einzuwenden. Ich finde das sogar eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man also Steuern auf Einkommen, so wie wir es im Verein versuchen zu denken, komplett einmal zur Disposition stellt, dann gibt's ja kein Korrektiv mehr. Also diese Einkommensbesteuerung sollte ja, wir sehen, wie schlecht sie das tut, Einkommensunterschiede ausgleichen oder abmildern, sagen wir es mal so. Und wenn diese Steuer komplett wegfällt, was eine sehr radikale Forderung ist, dann kann man ja, wenn man allein beim Konsum die Steuer einhebt, nicht von sehr, sehr starken Einkommen erwarten, dass die alles in den Konsum stecken und damit ihre Steuern zahlen. Das wäre ja sogar ökologisch wirklich blöd, weil wir sind ja nicht dazu da, unser ganzes Geld nur in Zeug umzumünzen. Aber mit einer Vermögensteuer wird jeder erwischt. Also, wenn er es ausgibt über die Konsumbesteuerung und wenn er es nicht ausgibt, mehrt sich sein Vermögen, dann ist es eine Vermögensbesteuerung. Und das wäre zumindest ein tauglicher Ansatz, um die von dir angesprochene Ungleichheit, Franz, zu bremsen, zu stoppen und vielleicht wieder mal zu verringern. Genau, ja. Ob das jetzt mit Abschneiden geht oder mit einer progressiven Besteuerung, wir haben also dahinter, weil wir EDVler sind, unter anderem auch uns einfallen lassen, wie wir eigene Blockchain machen. Und ganz super cool, weil du musst ja den Begrenzer nicht einbauen, so wie es bei Bitcoin ist, sondern er gibt es ja aus anderen realen Faktoren. Und ja, und angeschlossen an die aktuellen Budgetzahlen. Man muss dann, wenn man volkswirtschaftlich denkt, du hast es ja angesprochen, schau, wir sind jetzt da 8 Millionen in Österreich und man sagt, der Staat ist ab 10 Millionen
überhaupt erst lebensfähig, dass es irgendwie selbst erhalten kann. Wir produzieren wir haben zu wenig Energie, also wir müssen russisches Gas importieren, weil sonst ist es kalt in Wien im Winter und kochen können wir auch nicht und die Industrie steht da. Das heißt, es gibt jetzt diese Abhängigkeiten, die man pflegen muss. Und das ist ja für die andere Seite ein Geschäft. So, jetzt muss man ein paar Sachen muss man einkaufen, man kann ganz viel zu Hause machen. Wir sind interessanterweise bei Lebensmittelexporten und Lebensmittelimporten auf jeweils 9 Milliarden Euro. Also das haben wir ausgeglichen. Das sind jetzt alles Themen für diese Umstellung aufs neue System, dass wieder mehr biologisch zu Hause anbaut wird. Was auf alle Fälle sein wird, ist, dass man deregulieren muss, damit es ein Erfolg wird. Das heißt, man muss zum Beispiel für die Gasthäuser die ganzen Verordnungen aufheben, die alle abwürgen jetzt. Und wenn die Leute 1500 in der Familie haben pro Nase, ich schwöre, da hast du gegangen am Sonntag alle sofort essen. Du hast jetzt einen super Fass aufgemacht, Franz. Also das mit der Bürokratie, da glaube ich, dass ein ausreichend hohes Grundeinkommen ohne weiteres Zutun von ganz allein Maßnahmen gegen die Bürokratie erlauben wird. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Heute, ich bin selber auch Arbeitgeber, es macht nicht wirklich Spaß, jemanden zu beschäftigen. Du hast fast permanent das Gefühl, du machst was falsch, du stehst mit einem Bein schon im Kriminal. Und durch die steuerlichen Gesetzgebungen macht es auch wenig Sinn, wenn du siehst, wie wenig von dem, was du an Personalaufwand hast, dort wirklich an Nettoeinkommen ankommt. So, dies gesagt habend, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen in ausreichender Höhe gäbe und auch darüber hinaus keine Besteuerung mehr auf menschliche Erwerbsarbeit, sondern nur mehr am Umsatz, dann habe ich als Unternehmer folgende Vorteile. Ich zahle erst Steuer, wenn ich Erfolg habe. Wenn ich also einen Umsatz mache und diese Umsatzsteuer kann ich ja dann auch immer zahlen, weil der Kunde hat sie mir schon bezahlt. Aber wenn ich 3 Jahre Vorbereitung brauche, um zu forschen oder um etwas herzurichten, dann zahle ich da keine Steuern, sondern erst, wenn ich was verkaufe. Zweiter Vorteil. Alle, die bei mir mitmachen in der Firma, haben schon ein ausreichend hohes Einkommen. Das heißt, ich kann sagen, hey Leute, ich kann euch zwar noch keinen Lohn zahlen, weil ich habe noch keinen einzigen Umsatz gemacht, aber toll, wenn ihr bei mir mitmacht, wenn es funktioniert, dann teilen wir miteinander. Und die anderen können sagen, ja, kann ich drauf einsteigen, weil ich habe ja ein Grundeinkommen und am Ende, wenn es erfolgreich ist, dann teilen wir. Dritter Vorteil ist, wir haben Kundschaft, die kaufen kann, weil überall, wo Menschen sind, gibt es Kaufkraft. Und es ist dann natürlich auch, wenn ich gründen möchte, ein Riesenvorteil. Heute habe ich, wenn ich beginne, ein Unternehmen aufzubauen, sofort diese unternehmerische Idee mit dem Erfolgsdruck zu belasten. Und so könnte ich mit diesen 1.000 Euro oder von mir aus sind es 1.200 Euro, könnte ich die Sache mal ruhiger angehen und sich entwickeln lassen. Also es macht aus meiner Sicht für die Wirtschaft sehr viel Sinn, ein Grundeinkommen so zu deklinieren, dass es ein Gründungsbonus, ein Beschäftigungsbonus, ein Konjunkturbonus und ein Steuerbonus ist. Ja, ich stimme dir da hundertprozentig überein. Wir haben uns das auch vom Steuersystem her so überlegt, dass wir das über eine ganz simple EDV abrechnen, die aber Blockchain dahinter hat und die hochsicher ist, die voll transparent ist und das Wichtige dabei ist, ich verstehe schon, wenn der gratis zu dir arbeiten kommt und Partner wird, ist okay, nur wenn es eine Lohnzahlung ist, wenn es ein Geldfluss ist von einem Unternehmen zu einem Privaten, so ist das definiert, gell? Dann ist auf dem Geldfluss bei der Zahlung selber dieser Steuerabzug dabei. Und wie du richtig erkannt hast, haben die Gemeinden heute das Steuerrecht, glaube ich, auf die Kanalgebühr und auf die Lohnsummensteuer, ne? Und auf den Fremdenverkehrsbeitrag.
Und dann geht aber die gesamte Steuer zur Heimatgemeinde, die das Konto verwaltet. Und deshalb ist unsere Überlegung gewesen, dass es sinnvoll wäre, das von der Gemeindeebene her aufzubauen, weil als Know-how gehört eh raus in die Gemeinde, weil dort wird es dann auch verwaltet und da muss es auch unterrichtet werden, wie es funktioniert. Und da hätten wir Wörgl als Beispiel dann dahinter. Ne? Also Franz, entschuldige, wenn ich dich da ein bisschen in die Parade fahre. Aber hast du auch bedacht, wenn man dann umzieht, also wenn man seine Gemeinde wechselt, dass das sozusagen dann Probleme machen könnte mit dem Erhalt des Grundeinkommens? Ja, das ist gelöst. Das ist okay. Dann nehme ich das gerne mit. Kannst du mir vielleicht eine Nachricht schicken? Dann haben wir noch mehr Lösungen als Probleme. Das klingt gut, Franz, ja? Franz, wolltest du noch was sagen? Raphael flackert, der Marc flackert und ich glaube, hier gibt es einige Stimmen. Raphael ja, ja. Und dann Franz noch? Ich mache das mal fertig mit dem Helmo. Siehst du das da links im Mumble drinnen in dem Chatfenster? Ja, genau. Kopiert er das raus, bitte. Danke. Und in dem Faktennachweis, gell, das ist also die letzte Sendung, die ich zum Thema gemacht habe. Das ist die Zusammenfassung. Danach habe ich da nichts mehr gemacht, aber davor gibt es ein paar vorbereitende Themen, in denen die Euro-Geschichte und die Staatsschulden und wie das alles weitergeht und das genauer beleuchtet ist. Super, danke. Franz, dürfen wir das in die Kommentarfunktion für die Zuhörer bekannt geben? Ja, sicher. Kommt dann da rein und dann Raphael, dann der Marc und wer danach kommt, werden wir dann sehen. Raphael, bitte. Ja, also zum einen natürlich ganz klar, das haben wir einige schon angeschaut, die Effizienzen, wenn man hier, also wie viel Personal man einsparen könnte, sowohl in Firmen wie auch in staatlichen Strukturen und dann hat man halt weniger Abhängigkeit, deswegen halt sehr bedingungslos, vielleicht auch deswegen, dass es hier eine gewisse Trägheit gibt, weil natürlich jeder Staatsbediensteter potenziell in Österreich, vor allem mit Parteibuch, ist vielleicht eher interessiert, dann das weiterzuwählen. Aber da natürlich, wie soll ich sagen, zerfleddern sich die Strukturen ja auch im Moment. Dann der ganz wichtige Punkt, der angesprochen worden ist, finde ich persönlich, eben der psychologische Faktor. Ob die Menschen dann nach wie vor, ich sage immer so, stelle immer die Frage, lebe ich auf einem Sklavenplaneten oder auf einem Wellness-Resort-Planeten? Das kann sich jeder selber überlegen. Und hier eine ganz andere Psychologie entsteht, wenn Menschen, selbst in Österreich, sich nicht mehr so fühlen von wegen, ich muss arbeiten gehen, damit ich was wert bin, und nehmen deswegen potenziell auch Jobs an, die sozusagen selbst meine Menschenwürde antasten, egal wie man das dann für sich persönlich betrachtet, was ja angeblich laut Verfassung das höchste Gut wäre. Und dann natürlich auch der Faktor, dass dadurch auch die Kriminalität natürlich, das wurde noch gar nicht angesprochen, glaube ich, wie viel Delikte angeblich im Endeffekt auf irgendeine Form von Vermögen oder Finanzgeschichten zurückfallen können. Nicht nur die großen Geschichten, wo man einige Skandale kennt, sondern auch die kleinen Geschichten, wo auch oft viel Druck psychologisch entsteht und dann einfach Leid entsteht, bis hin zu Körperverletzungen etc., auch aufgrund von finanziellen Faktoren, dass hier, wo hier eine ganz andere Perspektive wäre und eben auch, dass Menschen sich ganz anders orientieren würden, was sie denn jetzt wirklich arbeiten wollen, weil sie eben nicht mehr irgendeine Arbeit einfach machen müssen, dass sie halbwegs leben können. Und das würde, glaube ich, auch dann sozusagen ethisch betrachtet oder was die Sinnhaftigkeit und Ökologie etc. der Arbeiten und der Firmen betrifft, einen ganz fundamentalen Unterschied herbeiführen können. Und als letzter Punkt noch, jetzt gerade auch vielleicht schon bekannt, stark im Aufwind in Amerika, die Präsidentschaftswahlen fangen hier auch schon wieder an langsam mit den Kandidaten. Und hier gibt's den Andrew Yang, Yang bei den Demokraten, der selber sogar sagt, ihm ist gar nicht so wichtig, ob er Präsident wird, aber auch diese Idee eines Grundeinkommens pusht. Also hier scheint sich auch global jetzt wirklich was zu bewegen und auch mit einer gewissen politischen Sichtbarkeit, was dann vielleicht auch sehr helfen kann, vielleicht nicht zuerst in Amerika, vielleicht sogar in Österreich oder sonst wo eben, so ein Modell mal einzuführen, wenn jetzt sogar schon sozusagen aus Amerika heraus hier ein Licht erscheint.
Super, super, super. Danke, lieber Raphael. Also wir können ja dann noch ein lustiges Wettraten machen. Wer glaubt, welches Land wird das erste mit einem Grundeinkommen sein? Aber das ist mir auch schon aufgefallen. Der Andrew Young ist ja ein Tech-Investor und der sagt, er ist deswegen fürs bedingungslose Grundeinkommen, weil er als Tech-Investor schon so viele Jobs wegrationalisiert hat und er weiß, das ist sein Job und deswegen ist er fürs Grundeinkommen. Und was du über die Kriminalität gesagt hast, ist super, ist wieder mal ein Beweis über dein vernetztes Denken. Gab es übrigens sogar Belege dafür, dass die zurückgeht bei dem Grundeinkommenspilotprojekt in Namibia, der 2008 bis 2010 gelaufen ist. Da war eine der Hauptursachen für Kriminalität eben Wilderei, weil die Leute dort aus Not zu wenig zu essen zu bekommen eben wild geschossen haben, das irgendwelchen reichen deutschen Farmern gehört hat. Und das hat dann fast komplett aufgehört. Witzigerweise auch Prostitution und Substanzenmissbrauch. Also man könnte da ein ganz großes Fass aufmachen, das Grundeinkommen in ausreichender Höhe sogar bis auf unseren Gesundheitszustand rückkoppeln müsste. Ja, mir war nur eine kurze Frage. Gibt es nicht schon Länder auf dieser Erde, die ein bedingungsloses Grundeinkommen haben? Und ist das nicht ausgereift, ist meine Frage. Raphael, bitte, die kannst du noch zurückstellen, die Frage. Ja, ich wollte jetzt auf einen Punkt hinweisen. Ja genau, eben Kriminalität geht zurück. Und dass hier eben, wenn man das durchrechnen würde, natürlich noch ganz andere Effekte potenziell eintreten können. Und wirklich ich mir die Frage stellen muss, da ist alles, wenn auch Geschichtsschreibung etc. sind immer die großen Fragestellungen, aber einfach wirklich diese Sache, oder wenn man sich zurückdenkt und sagt, gut, es gibt ja selbst Hinweise, dass die Bauern früher auch weniger gearbeitet haben und so, also dass diese aktuelle Form, wie viel gearbeitet wird und wie wenig dann wirklich bei den Menschen ankommt, ja, sogar ein Novum ist, oder das Beispiel, das ich so gerne bringe, ist mir erst kürzlich aufgefallen, wenn man sich die Einkommensteuer anschaut. Auf ORF3 gab es kürzlich so eine Doku über das Hotel Sacher. Ja. Und was die da halt gemacht hat und dann irgendwie 0,5%, 5% Steuern gezahlt hat und alles war leiwand. Und dann wurden halt Kriegssteuern eingehoben und ab dem Moment waren die Einkommensteuern so um die 50%. Und das hat sich aber in Deutschland auch, glaube ich, und in Österreich seitdem nie wieder geändert. Und da muss ich mir einfach auch die Frage stellen, okay, in welchem Zustand sind wir hier eigentlich? Und also historisch betrachtet scheint mir, ist der aktuelle Fall, wo so ein starker Druck auf die Menschen ausgeübt wird, vielleicht sogar wirklich ein besonderes Absurdum, dass es auch vielleicht erst ganz kurz gibt. Nur da man halt nicht so lange lebt, bekommt man das nicht so mit. Sehr interessante Betrachtungsweise. Es ist natürlich schon so, dass wir das Steuerthema, wenn wir es ganz abstrakt mal betrachten, dann zahlen wir das an uns. Also wir als Individuen zahlen an uns als Gesellschaft Steuern, damit die Aufgaben, die wir als Individuen nicht machen wollen, wie zum Beispiel ein Krankenhaus, ein Stromnetz, eine Straße errichten, gemeinsam lösen. Also es ist ja nicht so, dass wir das irgendeinem Fremden geben, sondern wir geben es uns in einer anderen Form. Deswegen könnte man durchaus auch beim Steuern zahlen Glück empfinden. Warum tun wir das eigentlich nicht? Genau, also da nur ein Satz noch, dann bin ich fertig. Da eben der Punkt, dass hier die Wahrnehmung entsteht und die nicht abnimmt, dass eben hier die Gelder nicht effektiv verwendet werden, würde ich mal sagen. Und die zweite Frage natürlich, wie viel von diesen Leistungen, gerade Krankenhaus etc., könnte man auch ganz anders, günstiger, effektiver strukturieren, wenn die Menschen hier wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen, weiß man ja, dass man hier auch gerade Gesundheitssystem viele Dinge wohl viel, viel kosten- und energiegünstiger genauso realisieren könnte. Und um die Frage aus meiner Sicht zu beantworten, wäre eben der Punkt, wenn ich wirklich sehen würde, auch transparent und sichtbar, dass diese Steuern dann wirklich da ankommen und lokal reinvestiert werden und diese ganzen Randerscheinungen, um die ich mich eben nicht selber kümmern möchte, verbessern würden, sichtbar und öffentlich und effektiv, dann glaube ich, würden sich alle darüber freuen und nicht jeder darüber maulen, wenn sie eben Steuern zahlen. Ja, du hast jetzt den naheliegenden Grund, warum wir keine Glücksgefühle haben, wenn wir Steuern zahlen, identifiziert. Es gibt aber einen
nicht ganz so intuitiven. Und das ist der, dass wir ja in einem Konkurrenzsystem sind und in einem System, wo eben hierarchische Ordnungen herrschen, blicken wir, um uns zu orientieren, immer auf die Erfolgreicheren, die also über uns in der Hackordnung sind. Und da können wir beobachten, dass sich die Reicheren oder die Reichsten immer erfolgreicher von der Steuerpflicht schrauben können. Das heißt, wir versuchen, weil wir das im Mittelstand befindlich nicht so gut können, es mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu imitieren. Und das ist sozusagen der Grund. Wir sehen also, dass internationale Konzerne, ohne sogar ein Gesetz zu übertreten, sich einer Besteuerung fast vollständig entschlagen können und sind also sehr frustriert, weil uns das nicht in demselben Ausmaß gelingt. Deswegen gibt es eben diesen Ehrgeiz, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Also jeder, der eine Steuerberatungskanzlei betritt, hat diesen Auftrag schon auf den Lippen, ich möchte so wenig Steuern zahlen wie möglich. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass der Staat immer weniger für mich tun kann. Nur der Teil wird halt ausgeblendet, weil wir das vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen, dass wir in einem öffentlichen Krankenhaus zur Welt gekommen sind, da über öffentliche Straßen hingefahren sind, mit einem öffentlichen Telefon oder Telefonnetz die Rettung gerufen haben, also dass der Staat sehr viel für uns tut, aber das vielleicht nicht immer an die große Glocke hängt. Das ist aber ja gerade genau falsch, also andersrum. Es ist ja nicht der Staat, der das gebaut hat. Ja, das sind ja die Bürger und die Arbeiter, das sind auch die wir, das, ja. mit den Steuergeldern das schon alles bezahlt haben. Ja, und wenn man jetzt zurückguckt, genau da liegt ja das Problem. Das System hat ja völlig verkackt. Wenn man sich alleine die letzten 105 Jahre anguckt, die ganze Ausbeutung, alles nur weg. Ja, ich finde nicht, dass wir alles verkackt haben. Also vor 105 Jahren war es nach meiner Recherche schlimmer wie heute. Naja, man hat schon Fortschritt, Jenne. Wir haben Elektrizität, überall Wasser, wir haben bessere Häuser. Also das dürfen wir nicht vergessen, die Entwicklung auch auf diesem Gebiet. Ja, aber wieder, da ist ja wieder der Wurm drin. Ne, die Elektrizität ist doch nur da, damit die Leute weiter buckeln gehen, dass alles bezahlen müssen. Ne, alles wird teurer, obwohl sie schon alles 10.000 Mal bezahlt haben. Ja, man sieht's an den Straßen alleine. Ne, die sind von den Leuten bezahlt worden. Dann gab's die Maut. Dann sollen die es wieder bezahlen. Ja, und da ist doch, also man könnte doch anfangen, das endlich alles neu zu machen. Ich sehe da keinen Sinn mehr drin, dieses System überhaupt noch am Laufen zu halten. Ne, wenn man denn anfängt, das alles neu zu machen und das, was sie verkackt haben, eben wieder rückgängig zu machen, dann machen die Menschen das gerne, weil viele Menschen da sind, brauchen nur, also ne, dafür wenig getan werden, weil das in Hand geht. Und dann machen die Menschen das auch gerne. Aber für diese Ausbeutung weiter da den Kopf hinzuhalten, ich glaube, da ist der Verdruss genau da. Wir haben noch einen Gast gleich, das ist der Armin, der Germane. Und Marc haben wir auch ganz vergessen, den Marc kriegen wir vorher. Germane, noch Geduld. Helmo, dein Mikrofon. Ja, der Marc wollte eine Frage stellen. Ja, dann also, nehmen wir Marc. Also Marc, wir haben jetzt Blockchain von Raphael gehört, Blockchain von Franz Josef bzw. Regional-National-Alleingang und auch aus verschiedener Ecke, man könne doch ein neues Staatsgeld machen. Ich möchte an der Stelle mal erinnern, dass nach meinen Recherchen der Erste und der Zweite Weltkrieg gegründet wurde oder begangen ward wegen dem Bestrebungen ein Weltwährungssystem zu begründen in zentralistischer Führung. Das ist der Dollar geworden. Und dann möchte ich darauf hinweisen, an den 11. September 2001, da wollten die Weißen Ritter die Dollarverstaatlichung. Und dann hat das Pentagon geraucht, drei Gebäude in New York zusammengefallen und das Weiße Haus ist fast angegriffen worden. Es wäre angestanden, ein neues US-Schatzamt und ein Regierungswechsel in den USA. Und wir befinden uns seit 2001, erinnert euch, seit wann der Wohlstand abgenommen hat,
jetzt bald 20 Jahre im Krieg gegen den Terror. Das ist wieder die Dollarfrage eigentlich. Müssen wir an die Sache ran? Danke dir. Ja, der Germane, es sei denn, Helmut möchte was dazu sagen, sonst lassen wir es einfach stehen. Ich würde es gerne stehen lassen, weil ich da nicht kompetent genug bin. Ich kenne diese Thematik weniger gut. Kein Problem, dann geben wir das Mikrofon den Armin. Armin, bitte. Schönen Abend miteinander. Also diese Geschichte, also die Idee von dem bedingungslosen Grundeinkommen finde ich ja wunderbar. Was ich nicht wunderbar finde, ist, wenn man in einem bestehenden System, was man jetzt hat, nochmal sowas Wunderbares wie ein bedingungsloses Grundeinkommen obendrauf setzt. Das ist Perlen vor die Säue. Weil was wir jetzt haben hier in diesen Staaten, sagen wir jetzt einfach mal im Dach, das ist ja so, dass die Überwachung überhand nimmt. Und gerade mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, da müssen die Leute ja wieder irgendwo registriert sein. Jetzt ist es die Frage, wie groß ist der Datensatz, der dann da notwendig ist? Weil wenn ich nach China blicke, dann kommt es mir fast so vor, wie wenn das das erste Land wäre, wo das bedingungslose Grundeinkommen einführt, weil die haben schon die flächendeckende komplette Überwachung. Und das ist bei mir immer mit der Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen, da bekomme ich immer ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser ganzen Technik, mit dieser ganzen Überwachung, die da möglich wird. Und ja, das ist eigentlich das Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, weil ich sehe das in der Diskussion irgendwie, dass das ein bisschen untergeht hier, gerade diese Gefahr. Wir stecken mittendrin, ich brauche nur hier den Oberhampelmann, nein, kein Hampelmann, Marsmännchen anschauen, was das für Menschen sind und denen dann eigentlich noch mehr Möglichkeit geben, hier mit Leichtigkeit die Menschen dann zu durchleuchten. Und da habe ich immer Bauchschmerzen. Ja, danke für diese Meldung, lieber Armin. Ich habe natürlich mit dem ausspioniert werden von Daten, habe ich natürlich auch keine rechte Freude. Es ist auch nicht so, dass das Grundeinkommen ganz ohne diese Datenabgleiche auskäme. Aber es könnte sozusagen auf der bestehenden Dateninfrastruktur, also ich spreche jetzt für Österreich, weil da habe ich mir das angeschaut, ganz gut funktionieren. Wir haben ein ziemlich gutes Meldewesen. Also wir können ziemlich exakt sagen, wie viel Einwohner gibt's in Österreich, wie viel Bevölkerung, weil jeder, der sich hier dauerhaft aufhält, braucht sozusagen einen Wohnsitz. Und so könnten wir also alle erreichen. Sogar die Obdachlosen hätten einen Wohnsitz, weil sie sich dort registrieren können, wo sie häufig aufhältig sind, also zum Beispiel in einer Notunterkunft oder bei Verwandten. Das heißt, wir hätten einmal da den Empfängerkreis gut abgedeckt. Dann wäre es möglich, dass man jedem ein Konto gibt. Also das ist in Österreich fast schon umgesetzt mit der E-Card. Also jeder, der hier lebt, hat eine Möglichkeit, eine Sozialversicherungsnummer zu bekommen. Und man könnte dann sagen, okay, diese Sozialversicherungsnummer wäre beispielsweise dein Konto, wo du dein Grundeinkommen erhältst. Und dann hätte man sozusagen diese zwei Informationen als Minimumerfordernis. Wie kann man es überhaupt administrieren? Wie kann man es ausreichen? Bei der Rückfinanzierung, also wie kommt das Grundeinkommen wieder in die Hände von uns als Gemeinschaft, sprich in die Verfügbarkeit des Staates, also bei der Besteuerung, da wäre ein großer Unterschied, dass man ja heute sich ausziehen muss und seine Einkommenssituation erklären. Und dann, wenn man eine Besteuerung macht über den Konsum, dann wäre quasi der Kassenzettel bei jedem Einkauf auch gleichzeitig die Steuererklärung. Ich könnte also, wenn ich wenig einkaufe, wenig Steuern zahlen, kaufe ich viel ein, trage ich mehr zum Gelingen der Gemeinschaft bei. Das wäre also aus meiner derzeitigen Analyse heraus sogar ein Vorteil gegenüber dem Datenumsatz gegenüber heute. Ja, ich kann von der EDV-Seite her sagen, dass wir uns das angeschaut haben, dass man das auf eine Art und Weise speichern kann, dass man sicherstellen kann, dass in dem System selber nicht spioniert werden kann
obwohl es auf der anderen Seite dann die Möglichkeit zur Verfügung stellt, dass es also eine echte Wahrheitsmaschine ist, die hundertprozentig fälschungssicher ist. Und dritte Qualität, dass es hat natürlich jetzt die Gemeinde oder die öffentliche Hand mit ihren Institutionen auch solche Konten in dem System drinnen und die sind für die jeweiligen Gemeindebürger frei einzusehen. Also die taggenaue Buchhaltung der öffentlichen Hand im Internet und du brauchst keinen Rechnungshof mehr. Ja, also es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten, ein Grundeinkommen gut und demokratisch und nachvollziehbar aufzusetzen. Ich sage wirklich gerne meinen Spruch, wir haben mehr Lösungen als Probleme, wenn wir sagen können, man könnte es so machen, aber auch so. Mir geht es allerdings, bevor wir über die technischen Details reden, darum, findet das eine Mehrheit in Österreich überhaupt eine gute Idee, dass wir von dem Paradigma abgehen, wir müssen sozusagen für unsere Existenz uns erst würdig erweisen? Oder geben wir uns quasi mit der Geburt gegenseitig das Versprechen, dass wir uns ein würdiges Leben garantieren? Das ist sozusagen die Vorläuferfrage, ob das überhaupt schon konsensfähig wäre. Da müsste aber ja auch wieder der ganz neue Ansatz kommen. Den Menschen, den Wesen, den müssten ja als erstes die Grundrechte wiedergegeben werden. Ne, da meine ich jetzt nicht hier irgendwie ein paar Meter Boden mit, sondern die Grundrechte von den Bedürfnissen und von jedem Einzelnen. Ja, so kann man das betrachten. Helmut, noch ein paar Worte vor der Musikpause? Ja, also ich gebe Jenne recht, wir müssen sozusagen diesen Erkenntnishorizont erklimmen. Ist das so, dass wir jetzt im Wohlstand angekommen sind? Können wir uns gegenseitig die Grundbedürfnisse wirklich zugestehen? Oder haben wir noch vorher reale Probleme zu lösen? Sprich, gibt es zum Beispiel zu wenig Heizmaterial, zu wenig Wohnraum, zu wenig Kleidung, zu wenig Medikamente? Wenn wir das sozusagen zuerst zu lösen haben, dann müssen wir natürlich erst diesen Mangel, diesen realen, überwinden. Ich glaube, dass wir wirklich in all diesen Dimensionen schon im Überfluss angekommen sind. Das heißt, wir müssten jetzt nur mehr dieses konzeptionelle Problem lösen. Wie kriegen wir diesen Überfluss gut administriert, so dass es für alle cool ist, nicht nur für die Reichen. Und ich glaube, dass uns da das bedingungslose Grundeinkommen hilft. Ja, und die neuen Technologien endlich zulassen, damit diese Ausbeutung mit Öl, was wir sowieso nicht mehr brauchen, Benzin, Diesel, ne, was auch immer, die Kohleabbau, alles, was eben halt die Natur ausbeutet, abschalten kann. Ja, also wieder so. Ja. Passt wunderbar. Bin ich bei dir, Jenne? Ja, vor allem die Modernisierung. Marc, nochmal vor der Musikpause. Ja, bitte. Du hast geflackert mit dem Mikrofon. Du wolltest was sagen, oder nicht? Ja, natürlich. Das Staatsgeld. Ich wollte es nochmal ausdrücklich dazu sagen, weil es wurde ja vorhin nicht so darauf eingegangen. Wenn dem Staat das Geld gehört, dann kann er das auch adäquat verteilen. Wir streiten dauernd vielleicht oder theorisieren über Steuern, über Blockchain, aber es müsste ein Staatsgeld doch wieder her. Und das wäre auch für mich die Lösung für breitere Schultern in der Bevölkerung, den Wohlstand besser verteilt zu sehen. So ist das, sehe ich auch so. Das Geld ist ja da. Ja, das Geld ist doch da. Warum sollen wir das nicht weiter benutzen? Warum soll das eingestampft werden? Ne? Nur eben halt nicht mehr auf Gold und Edelsteine gedeckt, Zins und Zinseszins. Ne? Da sind doch die Knackpunkte drin. Und wenn man denn Naturrechte und Werte wieder gibt und nimmt, dann ist das doch alles ganz normal. Die Menschen wollen doch alle nur in Frieden leben. Und was vorbei sein muss, ist doch diese elende Bereicherung an allen anderen. Und so, dass alle anderen, nur weil es die Reichen gibt, gibt es all die Armut auf der Erde. Hahaha, Bertolt Brecht, wärst du nicht reich, wäre ich nicht arm, ja? Wunderbar. Und jetzt möchte ich
Musik hören. Wir wollen Musik hören. Helmo, ich hoffe, jetzt ist richtig. Das Lied heißt All You Need Is Love. Und bei mir steht Paul McCartney, Joe Cocker, Eric Clapton, Rod Stewart. Ich kann dir jetzt nicht die Musik so einstellen, wie du mir es geschickt hast, weil ich die Musik runtergeladen habe. Deswegen hoffe ich, dass jetzt nicht so langer Vorspann ist. Musik ab und hab viel Freude. Nächstes Mal vorher anhören, dass wir die richtigen Songs bekommen, sofort von Anfang an, weil ich kann nicht alles nachhören. Also, jetzt gehen wir All You Need Is Love und Musik ab, bis gleich. Ja, All You Need Is Love. Und da fällt mir gerade ein, da haben wir ja heute zu unserer Sendeankündigung zum bedingungslosen Grundeinkommen ein bedingungslose Liebe sollte man erst mit anfangen, bevor man bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Ja, die Liebe, die ist wichtig. Und wenn wir ein Miteinander finden, auf jden Fall, dann kann das nach vorne gehen. Ich möchte noch ganz kurz einen Sendehinweis geben und dann kriegt der Helmo sofort, Helmo Pape, das Mikrofon. Helmo, und dann darfst du noch mal kurz auch deine Homepage noch mal bekannt geben. Das ist auch wichtig. Morgen ist Musik und Situationen und da geht es einmal um die suizidalen Menschen, die sich immer ihr Leben nehmen. Leider, leider, leider. Und es ist wirklich so, die Zahlen sind sehr schräg. Wir haben ungefähr, sage ich jetzt mal, 4000 Verkehrstoten. Auf der anderen Seite haben wir ja leider viel mehr Suizidale. Auch diese Frage dürfen wir in unserer Gesellschaft mal nachgehen. Und am Donnerstag ist der Franz Reutinger da und da heißt es die 5 biologischen Naturgesetze. Und so, lieber Helmo, schön, dass du bei uns bist. Das war bisher eine super tolle Sendung und ich gebe dir das Mikrofon. Ja, danke. Du hast mit dem Veranstaltungshinweis bei mir gleich eine Assoziation ausgelöst. Es tut sich natürlich auch an anderer Stelle, außer in OKiTalk zum Grundeinkommen, einiges. Mich hat zum Beispiel sehr gefreut, dass der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig einen Autor, der zum Grundeinkommen ein Buch geschrieben hat, nämlich Rutger Breckmann, ein niederländischer Historiker, morgen Abend im Konzertsaal der Wiener Sängerknaben eine Lesung machen kann aus seinem Buch Utopien für Realisten, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Ist leider schon ausverkauft, aber vielleicht wird es in den nächsten Wochen dann eine vernünftige Aufzeichnung davon geben. Nur um euch sozusagen mitzugeben, das Thema fließt in Bücher ein, in Sendungen, in Videos und dankenswerterweise auch hier in OKiTalk. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich beworben. Vielleicht hätte man uns ja reingelassen für einen Livestream. Veranstaltung ist ausverkauft, dann kann man nur noch mehr Menschen erreichen. Ja, Marc Wahle macht die Sendung morgen hier bei uns. Marc, du hast geflackert, bitte. Ja, ich wollte mal die Zahlen durchgeben. Das waren 3000 jährlich in Deutschland, die sich das Leben nehmen. Demgegenüber, 3000 Verkehrstote und 10.000 Deutsche, die sich das Leben nehmen. Weltweit 800.000. Ich habe da ein Skript für die Sendung morgen. 10 Seiten. Ich bin selbst betroffen und versuche, den einen oder anderen Hörer zu erreichen, der vielleicht auch in der Familie jemanden hat, den man aufmuntern kann, zum Leben sich bemutigt zu sehen. Ja, dazu dann morgen mehr. Helmo, bitte. Ich wollte diese Brücke schlagen und zwar kleines Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, das Grundeinkommen wäre jetzt eingeführt in einer ausreichenden Höhe. Was glaubt denn ihr, wie sich das auf die Suizidalraten auswirken würde? Also wenn ich mal ganz kurz sagen darf, sofort, was macht uns krank? Die Angst. Und wenn wir eine gewisse Sicherheit haben, heißt das, wir leben wesentlich angstfreier. Und das bedeutet, dass alles in dieser Form, die Kriminalität, wie wir heute schon angesprochen haben, zurückgeht. Die Suizidalen, das geht alles zurück, weil sie mehr Lebensfreude empfinden können und nicht in ihrem Loch gefangen sind. Die Gesellschaft kann in die Eigenverantwortlichkeit mehr geführt werden. Sie haben mehr Lebensbereiche, mehr Lebensfreude. Das kann einem nur förderlich sein. Und ich als Krankenpfleger befürworte das zu 100%, dass wir diese Wege neu erkennen und gehen. Aber die Frage geht an euch. Wer möchte denn was dazu sagen? Raphael ist da, Franz Josef, der Armin, der Günther und auch der Jenne und der Marc. Mag da jemand was zu sagen? Mal flackern? Ja, Jenne, bitte. Ja, das sehe ich auch so.
dann wäre dann sofort der Moment da, dass man sich gegenseitig wieder mehr achten würde, auch aufeinander aufpassen würde. Ne, die Liebe, das war ja gerade in dem Song, ne, alles, was du brauchst, ist Liebe. Und das wird ein ganz großes Portal eröffnen. Und ja, ne, der nächste Schritt wäre ja auch, dass alles gleichgestellt ist. Kein Wesen, kein Mensch ist besser oder schlechter wie der andere. Alle sind gleich. Ich glaube, das muss erstmal her geschaffen werden, damit das auch überhaupt so dann auch vollzogen werden kann. Und da bin ich dann wieder auch komplett nur bei der Aufklärung der Massen, das endlich auch so aufzuzeigen, und das sollten die Schulfächer in den Schulen werden und nichts anderes sollte mehr gelehrt werden. Ne? Du sagtest mal, Klaus, ne, also ne, alle müssen eine Steuererklärung machen, aber keiner lernt es in der Schule. Und so kontrovers wie das ist, sollte das denn doch der Wandel sein, wo unser Bewusstsein dann schon in den jungen Jahren geschaffen wird und so auch die Empathie halt bei jedem Einzelnen bleiben kann. Und so kann die Liebe wachsen. Sehr schön gesagt, Jene. Ich wollte sogar noch einen kleinen autobiografischen Satz dazulegen. Ich habe mal einen Grundeinkommensworkshop in Linz gehalten und da war mit 4 Stunden also deutlich zu viel Zeit, um den Punkt zu machen, und habe dann in der letzten Stunde mit den 13 Teilnehmern einen Sesselkreis gemacht und eben mal imaginiert, was hätte sich in eurem Leben geändert, wenn es das Grundeinkommen schon zum Zeitpunkt eurer Geburt gegeben hätte. Und da haben mir 2 von den 13 sofort und ohne zu zögern gesagt, ich bin mir sicher, ich hätte weniger Gewalt in der Familie erlebt. Ja, toll. Ja, oder dieser Leistungsdruck wäre weg. In der Schule schon. Ja, das ist richtig. Es ist ganz essentiell, das Leid, was du sagst, die Gewalt. Wir werden in einen ganz anderen Rhythmus in dieser Welt geboren, weil diese Probleme, die wir heute hier auch mit angesprochen hat, aber auch die Lösungen, die Probleme ja, die oft immer wieder leider beherrschend sind, sieht man anhand unserer Gesellschaft von Strukturen, von Kriminalität und von Korruptionen. Das ganze Paket falsches Lernen, das darf man sagen, natürliches Lernen gibt es, grünes Lernen gibt es, Freilernen gibt es, mit Freude lernen wir, und das ist die Qualität unseres Menschensein. Wenn wir in einem guten, positiven Fluss leben dürften, ohne diese große Angst, mit die uns ja immer wieder begleitet und auch ein Werkzeug ist, was immer auch eingesetzt wird, tja, wenn das so bleibt, dann werden wir diese Situation nicht ändern. Jedoch, wenn wir dieses erkennen, diese Angst herauszunehmen und die Qualität, die Menschen wieder ein bisschen freier zu geben, gibt es eine enorme Qualität und ein neues Leben und ein besseres Leben. Und wir werden auch sicherlich die Kriminalität nicht mehr in der Form erleben, wie wir heute. Dann würden wir gar nicht mehr darüber reden, denke ich. Ich würde da gerne nachhaken und auch vielleicht einen großen Gedanken von dem Neurowissenschaftler Gerald Hüther da einfließen lassen. Der hat sich in seinem letzten Buch so die Frage gestellt, ob es überhaupt richtig ist, unsere Grundannahme, dass es hier auf dieser Erde ums Überleben geht. Er hat sich also die Frage gestellt, was ist, wenn diese Annahme falsch ist und es geht nicht ums Überleben, was fast automatisch zu Konkurrenz und Hierarchie führt, sondern was ist, wenn es stattdessen ums Leben geht? Also, dass wir möglichst viele tolle Dinge erfahren, dass wir uns vielleicht gegenseitig unsere Potenziale helfen zu entfalten. Und da kommen wir dann zu ganz anderen systemischen Strukturen. Und ich habe da sehr viel Resonanz bei der Idee. Möglicherweise haben wir mit dem Überwinden des Mangels, was vielleicht vor 40, vielleicht vor 50, vielleicht sogar schon vor 60 Jahren in Österreich und also Deutschland und der Schweiz oder so stattgefunden hat, vielleicht haben wir da die Chance verpasst, unser Betriebssystem abzudaten von einem mangelüberwindenden Konkurrenzsystem zu einem Wohlstand verteilenden Kooperationssystem. Und das erzeugt jetzt diese ganzen Verzerrungen, die wir erleben, dass wir immer mehr anstreben, aber doch schon genug haben. Und wenn wir das also sozusagen neu denken, wenn wir uns die Software, die aktuelle, aufspielen, statt gegeneinander mehr miteinander,
dann kommt es eigentlich sofort zu einem Wohlstand. Darf ich? Bitte. Okay. Und zwar habe ich ja 500 Holzscheiben verteilt in meiner Verzweiflung, während ich also suizidal war und in die Genesungsphase eintrat, wurde ich sozial isoliert durch Hartz IV, durch Kurse und durch wenig Geld haben dann in einer frührentenähnlichen Situation. Jetzt habe ich keine Bezugs- und Kontaktpersonen um mich herum mehr gefühlt und habe 500 Holzscheiben gebrannt mit einem Brandstab immer auf Wunsch, was nach Gusto, was uns gefällt, hab's dem Straßenarbeiter gegeben, dem Metzger, dem Bäcker, dem, ja, einer Bekannten auf der Straße oder wem auch immer, 500 Stück an der Zahl. Und irgendwann kam halt der Lohn und ein möchte man kaum sagen, was verbotschaftet wurde, was es ausgelöst hat. Ich habe 2000 Mann erreicht mit diesen Holztalern und insgesamt mit den Verwandten derer, die es empfangen haben. Und man sagt, es war dann ein Holznotgeld für die Sozialisierung. Aber es kann eigentlich nicht sein, ne, dass man selber so ein Holznotgeld irgendwie verteilen sollen müsse heutzutage. Völlig richtig. Ich würde gerne. Und jetzt hole ich gleich nochmal die Sibyl rauf. Sie hat heute ein schlechtes Internet. Sie schreibt sehr viel. Vielleicht kriegen wir sie doch gleich noch ans Mikrofon. Und Jenne, bitte. Danke. Ich würde da nochmal bei Helmut mit ansetzen. Das ist ja das, was Gunther vorhin angeschnitten hatte. Und wenn man sich das dann anguckt, wir leben ja in einer Scheindemokratie. Wir haben das hier ja in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Ich sag mal, in dem Dach des Systems. Und wenn diese Demokratie richtig angewandt werden würde, das ist ja das beste System, was es überhaupt gibt, was Gunther da ja am Anfang aufgezeigt hat. Und wenn wir das richtig anwenden würden, dann wäre ja alles gut. Und es ist ja aber das Gegenteil. Es ist ja völlig gespiegelt alles. Und ja, im Prinzip ist überall, wo du hinguckst, alles schlecht. Und ja, nochmal, wenn die Demokratie richtig angewandt werden würde, so wie sie im Papiere steht und wie sie gedruckt ist, dann wäre das das beste System, was es überhaupt gibt. Da würde ich gerne noch einen draufsetzen. Jenne, ich stimme dir da aus vollstem Herzen zu. Möchte daran erinnern, die Katja Kipping, eine Politikerin der Deutschen Linkspartei, hat das Grundeinkommen auch mal Demokratiepauschale genannt, mit der Begründung, dass wir, wenn wir also weniger Angst haben und weniger Zeit verbrauchen müssen für den Erhalt unserer Erwerbsarbeit, dass wir natürlich auch wesentlich besser demokratische Entscheidungen treffen können, weil wir einfach die Zeit und auch die Gelassenheit haben, besser über die großen Probleme nachzudenken. Ja, gerne. Nee, ja, ich wollte es auch nochmal bestätigen. Ja, genau so ist es. Ja, Klaus, bitte. Ja, ich möchte mal die Sibyl nochmal ans Mikrofon holen, weil sie hat heute Abend sehr viel geschrieben. Wir haben es nicht vorgelesen. Sibyl, probier's mal. Hallo, guten Abend. Hier spricht Sibyl. Ich habe jetzt angefangen zu kichern, weil es wirklich so aussieht, als ob es keine Therapie gibt. Moment. Ich will mich also dazu Stellung nehmen. Dein Internet, drückst jetzt du die Taste, richtig drücken. Probleme, ja, habe ich. Jetzt geht's, gib Gas. Ja, jetzt geht's. Ich habe mich also eingestellt für ein bedingungsloses Grundeinkommen, zumindest für mich, weil ich finde, dass Steuern, Formen von Steuern entwickelt werden sollten, das meine ich schon sehr ernst, für Benzinautos beispielsweise, wenn ich aus meinem Fenster sehe, hat nicht mehr viele Blätter. Und es gibt sicher eine ganze Menge Steuern, die man da, also umwelttechnisch und die bezogen auf die Umwelt, bezogen auf die Umstellung, Bioplastik zu verwenden und kein anderes Plastik, da kann man sicher ganz viel einnehmen. Und ich lebe derzeit auch von einem Mini-Mini-Einkommen von 664 Euro im Monat. Ich bin seit 10 Jahren beim Arbeitsmarktservice gemeldet und beziehe also dieses Sozialgeld.
Ich habe also für zwei Personen 1.000 Euro und finde es ganz schwierig, damit umzugehen, weil also sowohl ich als auch mein Partner krank sind, aber so krank, aber nicht so krank, dass wir nicht mehr arbeiten können. Und ja, also ich habe da noch einige Erschwernisse auch noch dabei in andere Richtung. Und ich schlage vor, dass neue Steuern entwickeln werden. Und ich meine das eben auch so mit diesen Umweltsteuern. Super, Sibyl, da sage ich herzlich danke und ich denke auch sehr viel in diese Richtung nach. Ich halte überhaupt nicht mehr viel von Steuern auf menschliche Arbeit. Würde gerne eben haben, dass Roboter oder auch Ressourcenverbrauch viel mehr zum Gelingen der Gemeinschaft beitragen und würde gerne eine Frage an dich stellen. Du bist ja jetzt schon sozusagen 10 Jahre das, was man gemeinhin arbeitslos nennt. Ich sag diesen Begriff nicht mehr, weil ich glaube, kein Mensch kann arbeitslos sein. Man kann ohne Einkommen sein. Aber was würdest du denn tun oder ändern in deinem Leben, wenn du jetzt ein ausreichend hohes Grundeinkommen bekämest, das nicht verloren ginge, wenn du irgendetwas anderes anfängst? Es gibt da einige Sachen. Ich würde meine Wohnung gemütlicher gestalten, eine Ausbildung bezahlen, eine zusätzliche oder ähnliches. Danke dir. Also ich sehe schon viele Ideen. Ja, ich bin ein sehr aktiver Mensch, also ich bin viel unterwegs, ich bemühe mich, schöne oder interessante Gesprächspartner zu finden für Obstalk. Ich arbeite an meiner Musik, ich bin eigentlich den ganzen Tag beschäftigt und bin sehr aktiv, ja. Was hältst du von dem Spruch, habe Arbeit, suche Einkommen? Ja, das finde ich sehr, sehr lustig. Gibt es schon T-Shirts? Ja, danke dir. Werden wir machen. Das klingt wirklich gut. Ne? Das ist ein toller Spruch. Ja, na, also ja, Helmo, wir kommen schon bald zum Ende, gell? Genau, also vielleicht abschließend ein kleiner Appell, sozusagen geistige Hygiene zu üben, verwendet, wenn ihr das bemerkt, vielleicht den Begriff arbeitslos nur mehr ganz bewusst. Es gibt halt Erwerbsarbeitslose, aber einer Frau, die zum Beispiel sich exzellent um ihre Kinder kümmert, die Frage zu stellen, wann sie denn wieder arbeiten geht, das darf nicht mehr sein. Also Arbeitslosigkeit gibt's nicht, man kann ohne Erwerb sein, aber niemals ohne Arbeit. Richtig, das sehe ich auch so. Arbeit heißt ja auch auf, ja Gunther, wir kommen gleich alle noch dran, wir machen jetzt gleich eine Abschlussrunde noch, ihr könnt noch alle was einbringen. Arbeit heißt ja auch übersetzt über Wasser halten und wir sollten uns nicht über Wasser halten, wir haben alles in Fülle da, wenn wir die Fülle zulassen und erkennen und leben dürfen. Ja, ich würde sagen, wir machen eine Abschlussrunde, nochmal jeder das Wort, ein paar Worte, vielleicht noch was einbringen. Fangen wir von unten nach oben an. Sibyl, du hast den Abend gehört und ja, dein Feedback und was würdest du dir wünschen vielleicht? Deine Worte. Ich wünsche mir Umweltsteuern rigoros auf Benzin und Benzinautos, die also noch keine alternativen Systeme eingebaut haben. Erstens und zweitens meine Reflexion, die Sendung war sehr interessant, es war interessant zuzuhören. Leider gab es da diese Internetstörungen, vielleicht kommt das jetzt von neuen 5G jetzt. Und ich bitte mich bei den Zuhörern und bei den Gästen. Ja, das kann gut sein. Wir haben heute Abend auch wieder, wie fast jeden Abend, Störungen immer um 20 Uhr. Warum? Weswegen? Fragezeichen 5G muss ja verkauft werden. Ne? Ja, die kostet ja nur 99 Euro, die Gesundheit. Ja, wir berichten sehr viel drüber. Ein wichtiges, essentielles Thema, liebe Zuhörer. Wir dürfen wirklich aufpassen, was 5G bedeutet. Jetzt wird das Thema nicht geöffnet. Danke dir, Sibyl. Marc Wahle, dein Mikrofon. Ja, also ich möchte erinnern an die Sendung morgen. Also habt ihr Suizidale in der Umgebung inzwischen eingeladen. Aber bitte nicht stören, wenn ich nicht gestört werden brauche. Als Suizidaler möchte ich das auch nicht aufdrängen. Bitte die Sendung morgen möchte ich empfehlen. Und vielleicht noch auf eine SARA, ein Staatsdollar, würde ich gern hinweisen. Darf ich die URL nennen von der Reformakte der USA?
Ja, sicher, das gehört dazu. Wir recherchieren und Quellenangaben zu deinen Aussagen sind dann auch gewünscht. Das ist nessara.cracker.info. nessara.cracker.info, wieder Keks auf Deutsch, auf Englisch, Verzeihung. Danke dir, Wale, und schön, dass du heute da warst. Und Jenne. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken. Die Sendung ist natürlich super interessant und hoffe, dass wir da ein bisschen mehr machen und dass wir das endlich nach außen weitertragen und auch nicht nur da, sondern auch bei uns zu Hause und in den Familien das ein bisschen weiter ausweiten. Dann habe ich noch einen Wunsch, was ich gerne hätte, dass das Geldverdienen mit den Menschen endlich aufhört. Die Krankenhäuser umgenannt werden in Genesungshäuser und wir alle endlich in Genesung gehen können. Und bedanke mich bei allen und auch bei den Zuhörern. Danke dir, Jenne. Und Gunther aus Hamburg, bitte. Ja. Also ich will ja jetzt auch nicht noch wieder ein neues Fass aufmachen, wobei ich das doch vielleicht auch ganz kurz ansprechen möchte, ist ja gerade das mit der Konkurrenz, das wurde ja auch besprochen hier. Aber ich denke mal, so einen gewissen Leistungsanreiz, insofern als wir ja hier nicht im Stillstand stehen bleiben wollen und sagen, läuft ja alles, wir müssen auch irgendwie das nochmal hinkriegen, dass die Leute auch Leistung bringen wollen. Also wollen wir sagen, wie gesagt, da habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig zugehört hier oder nie zu wenig gehört von. Weißt du, Helmut, da geht's an dich nochmal. Entschuldigung, Gunther, warst du noch nicht fertig? Ja, nee, ich frage, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen haspelnd hier jetzt in dem Thema auch drin. Aber wie gesagt, eine gewisse, weißt was ich meine, so mit Sport, wer ist schneller im Laufen und so weiter, das gehört, glaube ich, zum Menschen dazu und auch besser zu sein manchmal oder sein zu wollen als andere. Diese Fähigkeiten sollte man nicht vernachlässigen, denn sonst ist Schlaraffia, sag ich mal, auch ganz schnell wieder tot. Na, da habe ich noch eine Aussage zu, wir sind alle gut und jeder hat nur Fähigkeiten. Fähigkeiten sind so dazu da, um sie möglichst aufrechtzuerhalten oder sie zu fördern. Und Probleme sind dazu da, um sie zu lösen. Das heißt, wir können eine Nahziel, eine Fernzielung machen, mit überlegen, welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung, welche Maßnahmen setzen wir und das in einem gewissen Zeitraum. Und Fehler heißt nicht wissen, so darf man das mal sagen. Und es gibt Menschen, die sind ein bisschen schlauer und das sollte man natürlich fördern. Und wie lernt man am besten? Frei lernen mit Freude und Spaß. Und das sollte der Fokus meines Erachtens sein. Ich darf noch ergänzen. Ja, danke. Es gibt ein Zitat von einem deutschen Ökonomen, das wird dir gefallen, Gunther. Der hat gesagt, niemand hört zu arbeiten auf, bloß weil er fair behandelt wird. Und daher denke ich, deine Aussage sicherlich ist berechtigt, jedoch dieses, was wir gesagt haben, ist auch wieder lösungsorientiert und so sollten wir auch den Fokus setzen. Ja, ja, super, danke. Gunther, noch mal ein Wort? Wunderbar, alles klasse. Klasse sein. Super, und wir wollen doch die Welt gemeinsam doch gut erleben dürfen. Wir sind im möglicherweise einem Wechsel, wer weiß, wir dürfen es hoffentlich erleben. Wohin der Zug hinfährt, das werden wir dann sehen, wie das Bewusstsein wächst. Und wir wollen hoffen, dass das Bewusstsein immer weiter wächst. Danke dir, Gunther. Der Armin ist dran. Armin, bitte. Ja, jetzt. Also ich finde es gut, dass wir so kontrovers drüber diskutieren. Und dass es da immer noch unterschiedliche Meinungen und Ansätze gibt. Allerdings sollte man dieses ganze bestehende System einfach mal so weiterspielen lassen und einfach was Neues machen. Weil nicht dagegen arbeiten, sondern für was Neues ist immer stärker wie gegen irgendwas. Und das finde ich irgendwie sinnvoller, wie dieses Alte irgendwie nochmal zu beglücken mit irgendwas Gutem. Lieber was Neues und das ist, finde ich, der bessere Weg. Danke dir auch, Armin. Danke für deine Worte. Franz Josef aus Graz, dein Mikrofon. Ja, ich glaube, für eine allgemeine Akzeptanz von einem neuen System können wir in aller Ruhe auf den Zusammenbruch des Euros warten, wenn wir sehen, wann der passieren wird. Das geht ja also finanzmathematisch alles echt nicht mehr aus. Der Dollar hat ja das gleiche Problem. Und dann wird es die Frage sein, wie es weitergeht. Kommt es zu irgendeiner Weltsuperwährung oder
ist das dann mit einem Exit verbunden, weil die Leute da einsehen, dass man die Sachen zu Hause besser machen kann. Das wird so eine ganz eine große, wichtige Weichenstellung werden. Und da ist es wichtig, dass also ein sinnvolles nationales System vorbereitet ist. Ja, danke, ist eine interessante Sendung gewesen. Ja, danke dir auch, Franz Josef. Und der Raphael, bitte. Auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Sendung. Aus meiner Sicht ganz klar überfällig, dass wir uns auch ökonomisch wieder so strukturieren, dass es ganz klar ist, dass jeder Mensch, der hier geboren ist, wie es auch angesprochen worden ist, damit sozusagen, dass es, dass er auf die Welt kommt, auch die Unterstützung erfährt, sich hier dann frei entfalten zu können, weil ich glaube, ganz vielen Menschen und das inzwischen auch in der Öffentlichkeit wieder wirklich bekannt wird, dass man aus der Ruhe und aus der Liebe und aus der Freude heraus auch dann, wenn man das so sehen möchte, viel besser auf vielerlei Hinsicht in der Gesellschaft mitwirken kann. Und was wiederum wir dann allen, worum wieder alle unendlich viel profitieren können. Also aus meiner Sicht überfällig und wunderbar, dass wir das hier so diskutieren können. Und alles ist im Wandel und auch ganz klar, dass hier eine Veränderung besteht. Ich bin guter Dinge. Vielen Dank. Auch dir danke dir, Raphael. Helmo Pape, deine Seite, man findet euch unter Generation Grundeinkommen. Und Helmo, der Abend geht zu Ende. Bist du noch im Nachhinein noch für einen offenen Nachttalk bereit oder hast du heute keine Zeit mehr, die Frage? Ja, heute würde ich es gerne beschließen lassen mit vielleicht einem Schlussstatement. Möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei den Zuhörern und bei den Mitdiskutanten. Waren sehr reflektierte Einwendungen dabei und schließlich wächst man ja sozusagen an den Gegenargumenten. Würde mir also wünschen, dass ihr weiter an dem Thema forscht und eure Fragen weiterentwickelt. Ist das wirklich so oder ist das ein Glaubensgrundsatz? Werden wir als Gesellschaft, wenn unsere Existenz gesichert ist, eher produktiver oder eher unproduktiver, weil dann müssen wir das mit dem Grundeinkommen verwerfen als Idee. Ja, also vielen herzlichen Dank und ich bin ebenfalls, wie mein Vorredner Raphael, sehr hoffnungsfroh, dass diese Zeit des Wandels das Beste in uns zum Vorschein bringen wird. Danke vielmals, Klaus, für die Einladung, hier mit diskutieren zu dürfen. Gerne, immer wieder. Das sollte man immer wieder mal auf OKiTalk präsentieren, Helmo. Ich hoffe, du besuchst uns weiter in diesem Jahr nochmal, so zumindest ein, zwei Mal. Mindestens, sage ich immer, weil das Thema eigentlich nicht eigentlich weg damit. Das Thema ist eines mit der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft, wo wir drüber reden sollten und dann auch mit Projekten und beginnen, das umzusetzen, dass die Menschen sehen, haha, da tut sich was. Das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Schön, dass du bei uns heute Gast warst, lieber Helmo Pape. Ja, und vielleicht in einem Quartal wieder ein Update. Genau, so finde ich, ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, liebe Zuhörer, diese Sendung findet ihr natürlich im Archiv. Heute hatten wir Internetausfall, die müssen wir noch zusammenschneiden, das fehlende Stück. Ich bin dankbar, dass der Jenne heute Abend da war. Und jetzt, wer nachher noch in Nachttalk gehen möchte, Helmo wird wohl nicht dabei sein, ist natürlich herzlichst willkommen hier bei uns im Nachttalk-Raum. Und morgen, wie gesagt, ist der Wale auf dem Programm mit seinem Thema Musik und das traurige, wichtige, aber Thema. Und so bleiben wir es auch und schließen die Sendung heute Abend mit dem letzten Song vom Helmo Pape. Und da heißt es Bittersweet, That's Life. Ja, so steht's hier auf meinem Plattenteller. Musik ab. Du weißt es. Bittersweet Symphony von The Verve, aber gespielt von 1000 Musikern. Super, super toll. Und in dem Sinne entlassen wir uns hier heute im Live-Betrieb. Ich melde mich gleich noch und wette, die Sendung heute geht es nämlich im Nachtsprogramm noch um chronische Entzündungen hier. Und da ist die Frau Suttner da, die war vor kurzem noch bei uns und wir begrüßen sie hoffentlich auch bald wieder. Jutta Suffner heißt sie. Chronische Entzündungen. Die Sendung wird nachher noch eingespielt. So, in dem Sinne Musik ab und Player frei
Und euch allen schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag. Bitte verteilt diese Sendung. Rechte Maustaste auf den Link. Link verteilen oder runterladen für euch und gibt's euren Freunden. In dem Sinne, bis morgen 20 Uhr. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, Baba. Ciao, ciao.